So, hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Fußball Talk. Talk, talk, talk. Und bin ich laut genug? Ja, ne? So, die Jungs sind da, Bolti, Fabi, Jeb und Puffy. Hallo! Es war Spieltag und es war Nachholspiel, Spieltag. Und ich wollte doch noch über irgendwas. Ach so, ja, es gibt einen schönen Fokusartikel. Ach, jetzt habe ich fast Artikel gesagt. Die können wir auch nochmal dann reden, aber das ist alles zu seiner Zeit. Ja, komm, Freitag hier, Freiburg-Leverkusen. Wie gerade zu euch schon gesagt, ich habe da nichts gesehen. Müsst ihr loslegen? Irgendjemand? Vielleicht der Jeb? Ne. Dann vielleicht der Puffy? Ja, ich habe es gesehen. War nicht sonderlich unterhaltsames Spiel. War, wie gesagt, war nicht zum Angucken. Leverkusen war besser, aber boah, sehr, sehr seltsam. Normalerweise so ein Spiel, wo Freiburg dann am Ende sogar noch einen Punkt mitnimmt, aber Havertz macht, glaube ich, das Tor. War verdienter Sieg, aber wie gesagt, war nichts Gutes. Also Leverkusen kann glücklich sein, damit sie punktetechnisch dranbleiben, weil das Ziel ist ja klar. Champions League haben auch einen relativ guten Lauf. Das Spiel gegen Wolfsburg davor nehmen wir mal raus, wo sie verloren hatten, so hoch. Aber wie gesagt, war nichts Gutes. Von Freiburg kam nicht wirklich viel. Leverkusen kam auch nicht viel. Und ja, war ein Krampf, muss ich einfach sagen, um zu gucken. Hätte mal lieber Bier trinken können. Und zwar viel. Hättest du ja dabei machen können. Habe ich versucht, aber ich hatte kein Bier mehr da. Ich bin auf Whisky umgeschwenkt. Ja. Olti, hast du was gesehen? Nö. Fabi? Ich habe es tatsächlich gesehen, ja, aber vielmehr als Fabi kann ich sagen. Leverkusen hat halt das Spiel bestimmt, konnte aber halt keine Chancen kreieren. Durch war es am Ende halt ein Havertz-Tor, viel mehr Chancen gab es aber auch nicht. Er hat wieder die Socke vor dem Mikro, oder? Nee. Ja, doch. Nee, nicht die Socke, er hat die Kartoffel im Mund. Sehr dumpf. Oder was anderes im Mund, aber das möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil wir sind ja... Du musst mich sehr anstrengen, um ihn zu verstehen. Ja, sprich du mal aus. Wolfsburg-Frankfurt, Jeb, willst du dazu was sagen? Ja, es war umgekehrt zum Spiel gegen Freiburg. Also die Eintracht war die schlechtere Mannschaft. Wolfsburg hat die besseren Chancen gehabt. Aber die Eintracht hat 2 Tore gemacht und damit 2-1 gewonnen. Trapp hat einen guten Tag gehabt, hat einiges gehalten. Und mich hat es gefreut. Ja. Knaller hat analysiert. Ich erinnere mich ein bisschen ein paar Szenen aus dem Spiel. Und ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass der Kommentator hin und wieder gesagt hat, das ist schon eigenartig hier, der Spielverlauf. Spiegelt nicht das Spiel wieder. Bolti? Ja. Willst du was sagen? Nö. Cool. Wozu bist du gekommen, Bolti? Kommt deine große Stunde gleich noch, oder was? Nö. Ich denke nicht. Nee, aber viel mehr kann man hinzufügen. Ja. Belassen wir es dabei. Mach weiter. Fabi! Ja, Wolfsburg hatte viele Chancen, aber das hat der Chap ja auch schon gesagt. Eigentlich hätte Wolfsburg es auch gewinnen müssen, aber Trapp ist halt kein schlechter Keeper, ne? Ja. Kaffee. Eintracht mogelt sich zum Sieg, würde ich sagen. Wolfsburg war besser, jetzt zwar nicht überragend, aber Wolfsburg hätte mehr verdient gehabt als halt keine Punkte. War... Das einzige Positive, eigentlich, es scheint so, als wenn der, wie heißt der hier, der Super-Japaner Kamada jetzt irgendwie auch so macht, ne? Mal gucken, wie lange das noch anhält. Gut, im Nachholspiel dann später noch zu besprechen, das hat er nicht getroffen, aber ja, Wolfsburg, na, wird sich ärgern einfach, dass das Ergebnis so lautet. Ja, mit den beiden Siegen, also auch schon inklusive das aus dem Nachholspiel, hat die Frankfurt jetzt mit dem Abstieg wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun, ne? Nö. Die Nummer hat sich erledigt. Und ruckzuck bis auf 11. Ja, geht rucki-zucki. Jetzt kann man ja schon fast überlegen, ob nicht Europa noch eine Idee wäre, oder, Jeb? Ja, Europa ist näher als der Abstieg momentan. Ja, die 7 Punkte. Easy. Es sind noch 15 Punkte zu vergeben und die Gegner sind machbar, also. Ah, siehst du, da hat schon einer... Blue Gillette? Ja, ja. Der weiß jetzt, aber wir kommen ja gleich zu einer Mannschaft, die was dagegen hat, dass Frankfurt noch in Europa reinrutscht. Genau, haben jetzt ärgerlich gegen Bremen verloren, aber im Grunde, ja. Oder meinst du eine andere? Ich meine eine andere, aber kommt die jetzt vielleicht schon? Hertha BSC Berlin gegen Augsburg. Genau, die meine ich. Ja, verstehe ich gar nicht.
Auch die von mir genannte Mannschaft hat doch auch einen totalen Aufwärtstrend. Vorausgesetzt, du bist ein Härtefall. Und kannst es belegen. Ja. Kommen wir gleich. Ja, dann erzähl. Hertha gegen Augsburg. Ja, Hertha war gut. Erste Halbzeit vor allem. Zweite Halbzeit wurde Augsburg dann stärker. Aber sie gewinnen halt 2-0. Und die haben halt einen Lauf. Muss man einfach so sagen. Und wenn sie diesen Lauf beibehalten, was ich nicht für ausgeschlossen hatte. Klar, sie haben auch noch ein, zwei schwere Gegner. Aber die machen halt einen sehr, sehr positiven Eindruck. Bruno hat was auch immer in diese Mannschaft reingepumpt. Die wirkt wirklich wie eine Fußballmannschaft. Ja, ich hab's gut ausgedrückt. Ja, reingepumpt. Die wirken halt wirklich sehr, sehr stabil und seien wir mal ehrlich, also was vorher ist, Freiburg, Hoffenheim, Wolfsburg wirkt jetzt nicht gerade angsteinflößend, also da geht vielleicht wirklich noch was. Das einzige Problem ist dabei das Restprogramm der Hertha. Jetzt gegen Dortmund, dann zwei relativ einfache Spiele, wenn man vom Namen her geht, Frankfurt und Freiburg und dann 33. Leverkusen, 34. Gladbach. Das ist schon ein ziemlich happiges Restprogramm. Aber in der momentanen Verfassung muss ich dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, also wie gesagt, Leverkusen, klar, hat jetzt sich zum Sieg gemüht in dem Spiel. Weiß ich nicht, ob Leverkusen so unschlagbar ist. Gladbach, okay. Also ich weiß es nicht. Also ich denke, mit ein bisschen Glück kann vielleicht wirklich noch was gehen Richtung 7. Okay, man ist 4 Punkte hinter Hoffenheim. Tordifferenz ist identisch, mehr oder weniger. Man muss gucken, ne? Also, Hoffenheim fühlt sich da ja auch mehr durch als alles andere. Also, was? Ja, Hoffenheim hat jetzt mal wieder gewonnen, Fabi, ne? Ohne Witz, aber Hertha macht halt einen sehr, sehr guten Eindruck momentan. Ach, das bei... Fabi, du bist sehr schlecht zu verstehen. Ja. Wirklich? Fabi. Aber das Problem bei Hoffenheim ist einfach, dass sie im letzten Spieltag Dortmund haben. Das ging schon mal nicht gut. Da hätten wir sie absteigen vielleicht gibt sich, vielleicht ja. Gibt sich Dortmund ja mal Mühe. Ah. Ah, ich bezweifle das. Ah. Ja. Berlin hat einen Lauf, ja, in der Tat. Ja. Aber auch Restprogramm. Ja. Ich weiß nicht, was Bruno da in Berlin gemacht hat, weil der Kader ist jetzt ja nicht so exorbitant besser geworden. Oder er lässt ja auch viele Spieler spielen, die unter Klinsmann auch schon da waren. Aber irgendwie ist das ein komplett anderes Spiel, das die momentan spielen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube. Er wird gesagt haben, entweder ihr spielt gut oder ich mache Hausbesuche. Ja, das geht halt gerade nicht. Ja, ich glaube, Bruno ist einfach der beste Trainer auf der Welt. Ja, solange Lockdown ist, solange wirklich Quarantäne ist. Ja, sobald dann du meinst jetzt, wenn der Lockdown wieder locker wird, dann wird Bruno auch in der Hüfte wieder locker. Und genau. Sobald die Pforten wieder geöffnet sind. Ja. Ja. Nein, ich weiß nicht. Sieht gut aus. Also es sieht auch gut aus, tatsächlich. Yep. Das wollte ich damit sagen. Es ist nicht gut, aber Berlin hatte im letzten Jahr auch mal so eine Phase, wo wir gesagt haben, hey, es sieht sogar noch Fußball aus. Man erstickt nicht an seinem eigenen Erbrochenen, wenn man Berlin-Spiel anguckt oder Hertha-Spiel anguckt. Aber mittlerweile, ich sag nochmal, Kunja hat ordentlich Qualität da reingebracht. Ich meine, zum Thema Kunja möchte ich noch was sagen. Also wenn der wirklich das, was er momentan spielt, weiterspielt bis zum Ende der Saison, bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich nächstes Jahr noch bei Berlin spielt. Warum? Wir haben Investor, die können noch Gehalt. Ja, haben. Aber ich habe ja schon wieder irgendwas Locken hören Richtung aus Italien, die ihn sehr interessant finden. Zwei, drei Vereine. Interessant, ich lese täglich, lese ich irgendwie. Kennt ihr diese Schlagzeile? Verein XY bereitet Angebot für Spieler XY vor? Ja, hört sich so immer an, oder? Bereitet Angebot vor, was ist das? Ich hab ja, die müssen erst ins Portemonnaie gucken und dann rechnen und dann... Wird eine Zahl aufgeschrieben wahrscheinlich. Ach, das ist ja schon weiter. Da steht schon auf der Serviette die Zahl und die wird jetzt gerade rübergeschoben. Ich glaube nicht. Da klingt ja schon fast konkret. Aber dieses bereitet Angebot vor, finde ich mal süß. Ne, das heißt einfach nur irgendwie, der Trainer spielt FIFA auf Konsole und hat sich den Spieler vielleicht mal geholt. Für seinen Verein. Oder so, im Ultimate-Team gezogen oder so. Und dann wird ein Angebot vorbereitet. Bereitet ein Angebot vor. Entweder gebe ich ein Angebot ab oder ich bekunde Interesse. Übrigens sind das immer genau die Headlines, wo dann zu 99,9999% nie auch nur irgendwie ein Transfer in der Richtung stattfindet. Müssen wir darauf achten. Aber sie bereiten vor. Dortmund wurde, glaube ich, im Februar auch einiges vorbereitet. Ja. Da so ein paar... Vielleicht kommt man ja dann irgendwann bei Dortmund mal zum Abschluss und dann wird es vermeldet Ende Juni. Ja, also das Angebot, was wohl im Februar kam, hat man wohl abgelehnt für Jaden. Ach so, ach Gott, na halt. Ja. Also bei Jaden weiß ich sowieso nicht, wer ihn bezahlen soll. Schon, Punkt. So, wie er sich aber gerade benimmt. Ich weiß momentan niemand, der ihn bezahlen kann, was Dortmund verlangt, was ich auch marktgerecht finde. Ja, aber weiß nicht, wer ihn zahlen soll. So wie er sich gerade benimmt, macht das schon wieder so einen Eindruck, als hätten wir da irgendwann mal früher oder später den nächsten... Streichenden auf. Ja, ich weiß auch nicht. Kommen wir gleich zu. So, also, Hertha gegen Augsburg, alles gut, 2-0.
easy peasy, Berlin hat einen Lauf, Mainz-Hoffenheim, da weiß ich gar nichts mehr von. Haben die gespielt? Ja, man munkelt, der Fabi weiß mehr. Ich kann mich auch an fast gar nichts mehr erinnern, es waren auch nicht wirklich viele Chancen, also muss ich mich an nicht wirklich welche erinnern. Und wie eben schon gesagt, Hoffenheim mogelt sich da wieder 3 Punkte rein. Die machen ein scheiß Spiel, aber der Gegner ist einfach noch schlechter, allein weil er einfach Mainz heißt. Und dann 103 Punkte und knabbern irgendwie an der Europa League und niemand weiß, wie die da hinkommen. Ich grübel gerade hart. Gab es da nicht auch was irgendwie? Es gab verschossene Elfmeter von Zuber. Irgendwas war doch, oder? Puffy. Ja, also dieses Spiel habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mehr auf dem Schirm. Also so richtig spektakulär scheint es nicht gewesen zu sein. Nee. Rep, kannst du da irgendwie an was zu dich erinnern? Bitte? Zu was? Okay, Bolti? Ich gab es nicht ein Tor, aber weil Baumann auch so gefoult worden ist, wird es dann zurückgenommen? Ich weiß nicht mehr, irgendwas war irgendwie... Ich habe die Konferenz nicht gesehen, also die Spiele, die dann... An so können wir nicht erinnern. Waren bei mir so, ja, ich habe Ergebnisse gehört, aber mehr auch nicht. Ist der Ausgleich wieder, weil Baumann ihm vorher gefoult worden ist, hat das Tor nicht gezählt. Zuber vergibt einen Foul-Elfmeter. Bringt ja nichts, komm, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Aber Gelsenkirchen-Bremen. Entschuldigung. Oh. Hast du schon deinen Härtefallantrag ausgefüllt? Ja, ja. Ihr Gelsenkirchen-Fans da draußen. Habt ihr denn schon euren Härtefallantrag begründen können? Warum ihr Anrecht auf die Rückzahlung der anteiligen Dauerkartenrest Heimspiele dieser Saison wegen Geisterspiele ist ja nicht. Habt ihr da schon, und wenn ja, wie macht ihr das? Was habt ihr da angehängt? Habt ihr dann geschrieben, Härtefall, Begründung, Gelsenkirchen-Fan. Ist das schon Härtefall genug? Für mich eigentlich schon. Das ist natürlich schon ein Riesenklops, ne? Also ich finde das schon ziemlich peinlich. Aber gut. Sie handeln ja im Sinne des Rechts. Aber auf der anderen Seite, Junge, Junge. Passt. Ist doch klar, warum das so ist. Pleite sind. Ja, weil sie halt bis März in 2021 noch 118 Millionen bezahlen müssen an Verbindlichkeiten. Das wird interessant zu sehen sein. Wie sie das dann bewerkstelligen wollen. Ohne große Einnahmen im Sommer. Ja, Fabi, alles gut bei dir? Ja, alles fit. Klingt gar nicht so. Aber Mama Mia. Ja? Aber Mama Mia war das ein Tor von Bittencourt. Ja, wir hatten ja noch vorher irgendwie, der Puffy hatte doch gesagt irgendwie, oder war das nicht in einer Talkfolge, wo er sagte, ja, Bittencourt oder Bolti, ich weiß nicht mehr, die Dortmund hatte ja auch so ein Ding reingehauen. Ja, ja, ja. Ja, wo wir dann uns einig waren, irgendeiner hat es dann auch noch gesagt, ja, ne, so ein Ding macht er ja auch nicht so häufig in seinem Leben. Da dachte ich gegen Gelsenkirchen, ach komm, glänz mal rein. Ja, Torwartfehler, Fabi? Nein. Ja, nein. Doch, auf jeden Fall. Was jetzt? Naja, klar. Also, Bremen-Wind in Gelsenkirchen? Ja. Verdient? Auch nicht unverdient. Aha. Ja, nicht unverdient. Also Gelsenkirchen hat ja nichts auf die Kette bekommen. Also wirklich gar nichts. Hatten zwei, glaube ich, gefährliche Abschlüsse in der zweiten Halbzeit. Rahman, Gregoritsch, das war es dann aber auch. Was ich halt nicht verstehe, ist, Gregoritsch hatte ein gutes Spiel für Gelsenkirchen, nachdem sie ihn ausgeliehen haben. Da war schon ein bisschen Hype dann unterwegs, ne? Naja, ja. Sie haben dann einen Burgstaller, der immer wieder spielen darf. Ich verstehe nicht, warum der Kutucu in Einsatzzeiten bekommt. Und ich habe gestern Abend noch ein Bild gesehen, dass alle Stürmer von Gelsenkirchen in der Saison 9 Tore gemacht hat und Hinteregger und glaube ich schon 10 in der Saison. Das ist absolutes Armutszeugnis. Keine Ahnung, was dort... also da läuft vieles verkehrt. Ich finde es lustig. Da wird auch in der Rückrunde nicht mehr viele Punkte holen. Die können froh sein, dass sie 37 haben. Und ja, am Ende wichtiger Sieg für Bremen, auch wenn sie das Nachholspiel verloren haben, aber sie schnuppern natürlich jetzt wieder. Ja. Puffy, Bremen abgestiegen? Du hattest ja schon mehrfach eigentlich dich festgelegt. Ich bleibe dabei, ja. Ja? Weil? Obwohl sie jetzt das Ding gewonnen haben, aber ihre Hoffnung war ja jetzt ja eigentlich zu Hause gegen Frankfurt nochmal die Wende, dort 3 Punkte und dann wären sie richtig gut dabei. Ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass es für Bremen am Ende noch reicht.
Okay. Weil Mainz sich da jetzt auch schon Mühe gibt, ne? Ja, sie geben sich etliche Mühe, dort unten reinzukommen. Eigentlich am meisten Mühe gibt sich Schalke, die haben halt einfach, also falsche Liga hat, dass Schalke in der Hinrunde halt so viele Punkte geholt hat. Wenn man jetzt danach geht, was sie in der Rückrunde geleistet haben, so auf dem letzten Tabellenplatz. Bremen hat halt noch ein paar gute Spiele. Sie spielen noch in Paderborn, sie spielen noch gegen Mainz und sie spielen auch noch gegen Köln. Das sind Spiele, wenn sie die alle gewinnen, dann bleiben sie in der Liga. Also ich will nicht per se sagen, dass sie abgestiegen sind. Ich meine, ganz kurz, Body, das Restprogramm nochmal von Bremen. Nochmal, warte. Also, sie spielen jetzt am Wochenende spielen sie gegen Wolfsburg. Ja. Dann spielen sie in Paderborn. Ja. Dann spielen sie gegen Bayern, das werden sie wohl verlieren. Ja. Und die letzten beiden Spiele sind in Mainz und zu Hause gegen Köln. Für Köln wird es darum nichts mehr gehen. Gut. Und gegen Mainz könnte ein ganz, ganz entscheidendes Spiel sein. Ja, aber dann die Aussage, wenn sie alle Spiele gewinnen. Nee, ich meinte, wenn sie die drei gewinnen, gegen Paderborn, Mainz und Köln. Dann sind sie, mit den 9 Punkten sollte das schon reichen. Werden sie das? Nö, ne, Bolti? Puffy? Nö. Vermutlich nicht, so wie sie in der Rückrunde sich aufgetan haben. Wobei man sagen muss, bei Bremen die Tendenz, zumindest von den Ergebnissen, geht ein bisschen nach oben. Pass auf, der Puffy wird dir jetzt sagen, ja. Bremen wird in den verbleibenden Spielen noch höchstens 6 Punkte holen. Und auch das wird reichen. Das reicht für die Relegation dann. Das kann. Naja, vielleicht. Ich meine, es betteln ja einige drum. Union bettelt in der Rückrunde drum. Absolut. Mainz bettelt drum, Düsseldorf bettelt drum. Gelsenkirchen auch, aber die haben in der Hinrunde zu gepunktet. Also die betteln ja. Also das Düsseldorf finde ich bettelt nicht unbedingt. Ja, aber wollte ich auch gerade sagen. Also ja, bei Union, Mainz, Schalke bin ich bei dir. Düsseldorf finde ich eigentlich nicht, dass du halt in München eine Schüttung kriegst, kann dir passieren, aber ich finde sie grundsätzlich betteln die nicht darum. Die, finde ich, wirken noch stabil, heißt nicht, dass sie zwangsläufig drin bleiben, aber ich finde, die betteln nicht darum. Da merke ich, dass zumindest die Möglichkeit noch da ist. Wie gesagt, Mainz ist, finde ich, eine ganz grausame Union, unterirdisch gerade. Gut, Schalke noch unterirdischer, als man sich vorstellen kann. Also bei Schalke weiß ich gar nicht, was da passiert. Ich habe das Gefühl, da gehen wirklich die Lichter aus demnächst. Ja, bei Bremen, ich glaube einfach, dieser Trend, der ja durchaus positiv ist, die letzten Spiele, der kommt zu spät. Gucken wir mal. Also das ist schon schön, dass es natürlich der Spielplan es hergibt für Bremen. Darüber möchte ich mich nicht unterhalten. Das ist so. Die haben definitiv noch Gegner, die du mal schlagen kann. Schlägst du die, bist du wahrscheinlich zumindest 16. am Ende. Vermutlich, ja. Aber ich weiß es nicht. Aber wir haben ja am Wochenende auch ein interessantes Spiel, kommen wahrscheinlich noch später, so auf dem Sonntag ist das, glaube ich. Ist der 27. oder so, nee, ich bin beim 34. Spieler, mein Fehler. Ja, mach weiter. Ich war schon hier am 27.6. am Ende, ja. Papa Meier ist auch am Ende. Papa Meier ist der geilste, den es gibt. Der hat alles gesagt. Für den Lambo abbezahlt vom Pleiteverein, Oli, Oli. Und das Geile ist, dieser Assi-Verein zahlt noch dafür. Das ist doch super. Ja, ihr habt eine Wette verloren. Ja, klar. Ja, Gelsenkirchen-Bremen, sportlich. Borti sagt, durchaus auch verdient, weil Gelsenkirchen nichts auf der Kette bekommen hat. Was sagt der Puffy dazu? Also erste Halbzeit, ich bin Gelsenkirchen. Ich spiele zu Hause. Gelsenkirchen, ach so, ja. Jetzt hör mal auf, und ich darf zu Hause nicht, also mit dieser Spielidee in so ein Spiel zu gehen, klar, aber für Gelsenkirchen geht es vielleicht um nichts mehr, weil absteigen können sie nicht. Zum Glück für sie momentan, muss man einfach sagen. Aber dann da irgendwie mit bis zur Halbzeit mit 20% Ballbesitz nur hinten drin zu stehen, eine Mannschaft, die total verunsichert ist, und das ist Bremen gewesen, Bremen musste, sich dort so eine Halbzeit lang herspielen zu lassen, ja, das ist unwürdig. Klar, wurden sie zweite Halbzeit dann ein bisschen besser, weil Bremen hat einzeln geführt, sagte sie, okay, warum müssen wir denn jetzt hier auswärts das Spiel machen? Lass doch Schalke machen. Weil die können sowieso kein Spiel machen. Uns passiert ja nichts. Und so, genauso war es auch. Also ich glaube, Schalke hat 2 oder vielleicht 1,5 gefährliche Möglichkeiten im ganzen Spiel. Das ist lächerlich. Entschuldigung. Also das ist absolut lächerlich und unwürdig. Und ich glaube einfach, Gelsenkirchen hat so ein Glück, dass gerade die Corona-Pause ist. Also die Corona-Zeit ist, dass dort keine Fans im Stadion sind. Weil wenn dort Fans im Stadion wären, ich weiß nicht, ob dort alle Schalke-Spieler lebend wieder rausgekommen wären. Ich weiß es nicht, weil das ist eine Frechheit, was sie spielen momentan. Eine absolute Frechheit.
Puffy, a.k.a. known as the guy who loves good football. Ja, Entschuldigung, also, das kannst du dir nicht angucken momentan, ehrlich. Doch, kann ich. Und ja, klar. Das Schlimme ist ja, das ist mittlerweile so wie man immer sagt, so ein Autounfall, weißt du, auf der Autobahn. Du schaltest, du guckst dir das Schalke-Spiel an, um dir Elend anzugucken und dich daran zu ergötzen. Ja. Es ist momentan wirklich so. Ja. Und es ist eigentlich egal, wer als Gegner kommt, du weißt, okay, Schalke kriegst sowieso nicht auf die Reihe. Und das, so ist es. Das Schöne ist ja auch, wenn der Spieltag vorbei ist, ist er nicht Ende, weil Rahmenprogramm bleibt ja trotzdem erhalten. Ja klar, Schalke hat natürlich auch gedacht, okay, wir können vielleicht fußballisch jetzt nicht für Schlagzeilen sorgen, dann machen wir mal einfach so ein paar nette Schreiben an unsere Fans. Geil, oder? Ich habe selten einen Verein erlebt, der innerhalb kürzester Zeit sich so peinlich darstellen kann, sich so demontiert wie Schalke momentan. Also das schlägt alles. Das schlägt ja alles, aber nicht die Gegner. Ja, ja. Ja, die Gegner nicht, aber wie gesagt, man muss ja, ob man Schalke mag oder nicht, man muss ja sagen, diese Fans, die sie haben, die sind ja wirklich treu. Aber denen so in den Arsch zu treten, wie die Schalke gerade macht, das ist unglaublich. Und dann noch eine geile Pressemitteilung hinterher zu schicken. Naja, vielleicht haben wir es in unserem Schreiben es ein wenig unglücklich formuliert. Ein bisschen unpersönlich. Aber, oh Gott, ey. Das ist wieder, es geht gar nicht. Etwas unpersönlich? Ja, das ist, oh nee. Das ist ja schon die nächste geile Formulierung, oder? Ja, oh, ich dachte, nee, das kann man doch nicht machen, ey. Ich frage mich vor allem, wer guckt darüber? Sitzt da irgendwie ein Praktikant, niemand, der dann irgendwie irgendwelche Textbausteine zusammenfügt und die Ding rausschickt an, keine Ahnung, 15, 20.000 Dauerkarteninhaber? Ich weiß es nicht. Also oder guckt da mal jemand drüber, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen von Pressearbeit Ahnung hat, ein bisschen von Marketing Ahnung hat, weil so ein Ding kannst du doch nicht rausschicken. Das lernst du in einer normalen Ausbildung für einen kaufmännischen Beruf irgendwie, keine Ahnung, zweite oder dritte Woche. Dass du so ein Ding so niemals rausschicken darfst. Das Schlimme ist ja, du hast ja gerade angesprochen, Gelsenkirchen, harter Fankern und so weiter, ne? Ja. Ich glaube, hätten die Titten auf den Tisch gepackt, ja, und gesagt, immer Leute, uns geht's scheiße, ja, durch diese ganze Krise, euch da draußen auch, wissen wir, aber wäre super, ne, wenn, ich glaube, da hätten sie mehr am Ende erzielen können, also durch diese Nummer, weil das spricht sich rum, ne? Und jetzt werden da einige, die geschwankt haben, die gesagt haben, ey, eigentlich kann ich mir das auch anrechnen lassen und dann Januar 2022 oder was das war, irgendwie immer noch dann irgendwie oder für die nächste Dauerkarte. Aber ich glaube, die geschwankt haben, die sagen jetzt auch, Alter, das ist nicht mehr mein Verein. Ne? Nee. Und jetzt möchte ich meine Kohle auch wieder haben. Ich glaube, die haben sich am Ende damit mehr wehgetan. Mehr geschadet. Auf jeden Fall. Schon schade. Schade, aber Schokolade. Was willst du machen? Vor allem wird es in der nächsten Saison eng. Also ich glaube, wo sollen sie neue Spieler herbekommen? Also das schlimme Ende für Schalke kommt noch. Ich glaube, die bleiben in der Liga drin. Ja, aber dann verkaufen sie in der neuen. Sie müssen definitiv hier irgendwie Schulden abbauen. Ich weiß nicht, wer zur Seite spielt und so viel begleicht. Sie haben aber de facto kein Spielerkapital, das sie veräußern können, was sie die Jahre davor ja immer hatten, dass ihnen halt so viel einbringt. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin der Meinung, wenn die DFL nicht 10 Augen zudrückt und vielleicht irgendwelche Regeln außer Kraft setzt, musst du Schalke zwangsabsteigen lassen. Entschuldigung. Erwin. Er ist so. Nicht in der Saison. Eben, wollte gerade sagen, da kann die Corona-Krise die aber auch beiseite stehen. Und sie können ja noch bezahlen. Also, nur weil du Schulden hast, bist du ja nicht automatisch. Ja. Hast du ja auch Probleme, aber das ist ja das, was ich meinte, dass ich nicht weiß, wer dort im Sommer noch Geld anbringen soll. Das ist die nächste Geschichte. Wer sie haben kein Kapital im Kader. Du sagst, sie können sie veräußern, wie sie es die Jahre davor machen. Das haben wir auch schon gesehen. Wo du immer mal einen hattest, der mal 20 Millionen, oder weiß ich nicht, Draxler, der halt, weiß ich nicht, 45 gebracht hat. So, was haben sie alles ja nicht mehr. Kehrer auch. Ja, es ist alles nicht mehr da. Das ich weiß nicht, da, wo aber, die Geld herbekommen sollen. Ja, weil, durch die Ausgliederung. Aber da ist es, wie Beuti sagt, welcher halbgescheite Investor pumpt denn da Geld? Die einzigen, die das für interessieren, für Schalke in der momentanen Situation, sind irgendwelche zwielichtigen Typen. Ja, gut. Würde dann auch passen. Also die Newcastle übernehmen und hier die Saudis. Ja, keine Ahnung, aber also Investoren, die ich in meinen Verein lassen würde, die interessieren sich garantiert momentan nicht für Schalke. Ja, eben, das meine ich ja.
Keiner, der normal im Kopf ist, sagt mal, vor allem muss er dann ja nicht nochmal eben 100 Millionen reinpumpen, ne, haben wir schon drüber geredet, sondern um irgendwie dann Umschwung zu bekommen, sind es ja wahrscheinlich schon 250, 300. Damit du auch ein bisschen was arbeiten kannst. Baut Gelsenkirchen aktuell auch ihr Trainingsgelände um? Da, wo das alte Parkstadion stand? Wollen sie das nicht um aktuell? Keine Ahnung. Irgendwas war da, glaube ich, dass sie das umgebaut haben oder umgebaut oder gerade im Umbau sind. Keine Ahnung, bin mir gerade nicht sicher. Steine investieren ist ja nie verkehrt, ne? Tatsächlich nicht, ne? Aber trotzdem, einiges läuft da komplett schief. So, Bayern gegen Düsseldorf. Ja, ich mach weiter. Ballteam. Nice. Ja, easy, 5-0. Ich glaube, was willst du dazu sagen? Bayern gegen eine Mannschaft, die in der Liga bleiben will. Verdienter Sieg, 5-0. Was willst du dazu sagen? Also, ist auch in der Form verdient. Yep. Ja, es war so ein typisches Bayern-Spiel, wo sie dann nicht noch mit 2-0 aufgehört haben, sondern dann halt noch ein paar Tore weitergeschossen haben. Aber bei dem Spiel hat es niemals das Gefühl, dass es irgendwie dazu kommt, dass irgendwie Düsseldorf eine Chance hätte. Abi? Düsseldorf hat alles versucht, was sie können, hat natürlich nicht gereicht und am Ende hat man dann halt die individuelle Klasse gesehen mit super Spielzügen, wo die Abwehr ganz schnell ausgespielt war und dann hochverdienter Sieg. Kaffee, haben sie alles versucht, was sie können? Ich glaube Düsseldorf schon. Düsseldorf fand ich schon, dass die eigentlich mutig waren, aber die kriegen halt die zwei ersten beiden Tore so schnell nacheinander. Da war das Ding durch. Ne? Und Bayern hat ja de facto, wenn man das Spiel reingeguckt hat, nach dem 5-0, das war ja irgendwann, weiß ich nicht, kurz vor der 60. Minute haben sie abgeschaltet und gesagt, okay, jetzt verwalten wir nur noch, hätten sie weiter durchgezogen, wär noch mehr gekommen. Also Düsseldorf war am Ende dann chancenlos in München. Aber es war halt auch so zu erwarten, leider. Abhaken und weiter geht's. Ja, also das ist ein Spiel, wenn wirklich viel für Düsseldorf gut läuft, dann kannst du vielleicht da irgendwie mal einen Punkt mitnehmen, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Aber nach dem 2-0, die Einschläge kamen einfach zu schnell. Da war das Spiel durch, haben sie es abgehakt, sagen, ist auch nicht wichtig für uns. Die Punkte müssen wir in anderen Spielen holen, weil in München einen Punkt mitzunehmen ist halt sehr, sehr selten und das war halt, wie gesagt, nach den ersten beiden Toren erledigt schon. Gut, Gladbach gegen Union. Puffy, komm, kannst direkt weitermachen. Nice. Ja, Union spielt halt eine grausame Rückrunde. Die Corona-Pause, keine Fans da, tut ihnen halt richtig weh. Man hat gemerkt, wo der Qualitätsunterschied zwischen Gladbach und Union liegt. Der ist halt diese drei Tore, die da gefallen sind. Union chancenlos gegen Gladbach, Punkt. Tipp. Man so stehen lassen. Ja. Tipp. Ja, ähnlich wie das Bayern-Spiel gegen Düsseldorf. Gladbach hat es dann dominiert, also. Bei Gladbach habe ich übrigens bin ich wirklich gespannt, ob die beiden da vorne, ob Player und Thuram nächstes Jahr noch in Gladbach spielen. Also ich weiß nicht, ob beide da bleiben, ob nicht einer von denen vielleicht weg ist. Ehrliche Meinung? 100%. Dass sie nächstes Jahr da spielen? Ja, ja. Weil? Weil der Markt nicht da ist. Weil der Markt nicht da ist. Wir können uns, glaube ich, in dem Sommer davon abschenken oder und davon uns verabschieden, dass in dem Sommer groß was passieren wird. Es ist kein Geld im Umlauf. Oder weniger Geld, als es davor war, um es so zu formulieren. Vereine sind weniger bereit zu investieren. Also in großen Summen. Ich glaube nicht, dass Gladbach bereit ist, einen der beiden für weniger als 40 Millionen abzugeben. Wenn natürlich jetzt auf einmal Man United für Player kommt und sagt, wir knallen euch 80 Millionen auf den Tisch, weil sie Sancho nicht bekommen, dass Gladbach dann schwach wird, okay. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch, beide nächste Saison in Gladbach spielen. Also das, ich bin bei dir in der Hinsicht, dass ich sage, der Transfermarkt wird nicht so spektakulär sein, weil aufgrund der Corona-Krise. Aber diese Kategorie, die für mich Thuram und Player haben, das sind halt nicht die absoluten Megastars, wo wir halt von Summen reden von jenseits der 60, 70 Millionen. Ich glaube, da könnte noch was gehen, dass man sagt, okay, wir bezahlen für Player, wir sind wie 35, 40 Millionen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da noch Vereine gibt, die das bezahlen. Ich glaub, kann sein, aber die Frage ist ja auch... Na, also diese ganz großen Nummern, wie gesagt, die Sancho's und hast du nicht gesehen, also da, wo wir uns bewegen, zwischen 80 und plus Millionen, ich glaube, die wird es nicht geben, aber bis zu 40 Millionen, denke ich, kann es noch Wechsel geben. Also 80 und Millionen für Sancho kriegst du das rechte Bein. Was? Ich sagte, 80 Millionen für Sancho kriegst du ein Bein. Ich habe gesagt, 80 Millionen und höher. Ja, diese Kategorie, diese gut. Ganz teuren, die, glaube ich, wird es aber eher nicht ist, geben. Aber diese Viertelung glaube ich schon, dass das noch bei manchen geht. Ich sehe das anders. Ja, komm,
Kommen wir vielleicht gleich, wenn wir beim übernächsten Spiel sind, vielleicht nochmal kurz dazu, was Transfers angeht. Aber ich glaube einfach, dass Gladbach sehr solide aufgestellt ist finanziell, dass sie sehr, sehr positiv auch in den letzten Jahren gearbeitet haben. Aber auch Gladbach weiß natürlich, das war zumindest so bislang immer die Philosophie von Eberl, so wie ich es gesehen habe, ist, dass wenn sie jemanden auch immer einen Ersatz parat haben. Und ich weiß halt nicht, inwieweit. Du hast ja mehrere Probleme aktuell. Du hast ja das Problem, dass, glaube ich, aktuell nur Deutschland spielt. Das heißt, du hast wenig. Klar, du hast deine Spieler, die du interessant findest, weißt du, aber du kannst sie natürlich nicht nochmal weiter scouten. So, was natürlich ganz wichtig ist auch für viele. So, das fällt komplett raus. Wo du dich vielleicht noch unschlüssig warst, ob der vielleicht jemand sein kann, da wirst du dann erstmal Abstand von dem, weil du halt nicht weiter den Spieler dir angucken kannst. Deshalb ist meine feste Überzeugung, dass sehr, sehr wenig Transfers dieses Sommer geben wird, weil einfach viele Vereine A, das Geld nicht haben, B, nicht wissen, was sie auch machen können oder wie sie Spieler ersetzen wollen. Aber du weißt ja selbst, ist ja in Dortmund genauso, wenn da einer geht, dann hat Zorc eigentlich in den meisten Fällen immer einen in der Hinterhand gehabt. Ob es jetzt nun bei Barrios Lewandowski war und dann Immobile, ob es nun immer funktioniert hat, ist was anderes. Keine Frage, ne? Aber das ist halt, glaube ich, ein generelles Problem in diesem Sommer, dass das sehr, 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 sehr schwer zu planen sein wird. So, ich sehe das nicht so. Ich glaube, du bist bei mir, auch, oder was? Nö. Ich glaube, es wird dicke Transfers geben. Weil es immer noch Vereine gibt, die Kohle die da finanziell unabhängig sind. Jo. Ich denke, es wird auch ordentlich unterhalb dieser Top-Transfers ordentlich was passieren, weil es genug Vereine gibt, die das Geld noch haben und weil es genug Vereine gibt, die dringendst Geld brauchen. Ob Gladbach jetzt dazu gehört, lasse ich jetzt mal außen vor. Da bin ich bei Bolte. Ich denke nicht, dass Thuram und oder Player da wechseln werden in diesem Sommer. Glaube ich einfach nicht. Das wäre also bei Gladbach sind für mich momentan drei, vielleicht vier Spieler, die ich sehr, sehr interessant finde, auch für den ausländischen Markt. Das ist halt Player, ist natürlich Thuram, ist für mich auch, wie heißt er, der Mittelfeldspieler, der Deutsche? Neuhaus und ist Ginter. Muss man einfach so sagen. Das sind die vier, glaube ich, die momentan international sehr, sehr hoch im Kurs stehen. Und da muss man halt gucken, ne? Ich glaube das nicht. Ich glaube, Gladbach wird das noch halbwegs zusammenhalten. Aber es wird andere Vereine geben, die halt wirklich auch darauf angewiesen sind, durch Spielerverkäufe Gelder zu generieren. Und da meine ich jetzt nicht Gelsenkirchen, die haben halt nichts, was mich jetzt interessiert. Aber es wird auch im Ausland andere Vereine geben, die einfach die Spieler, die bei denen noch rausstechen, zu Geld machen müssen. Und dann wird das dann halt keine 60 Millionen, wie im letzten Transferfenster es der Fall wahrscheinlich gewesen wäre, sondern dann bist du bei 30 Millionen. Hauptsache, du machst irgendwie die Kohle klar. Das kann natürlich auch sein, dass viele Vereine in dem Sinne dann verzweifelt sind, weil sie dringend Geld brauchen, weil sie halt weniger Einnahmen haben, keine Frage, wegen der Krise. Und dann einem Angebot zustimmen, was sie sonst normalerweise nicht angenommen hätten. Ja, will ich auch nicht ausschließen, dass einige so verzweifelt sind. Gladbach zählt für mich aber dort auf keinen Fall dazu. Nee, denke ich auch nicht, ja. Aber auf der anderen Seite, Dortmund zum Beispiel hat ja gesagt, hängt jetzt auch viel von, oder gab es ja irgendwie das Gespräch, hängt jetzt viel davon ab, ob Jaden verkauft wird, weil man dann erst aktiv werden will. Ich hoffe persönlich, dass Dortmund trotzdem aktiv wird, egal ob Jaden verkauft wird oder nicht. Denn entweder ich kaufe, auch wenn das jetzt asozial klingt, ja, aber entweder ich kaufe jetzt das blutende Viech leer, ja, oder ich komme da, also ich finde, man sollte jetzt kaufen. Klingt jetzt auch wirtschaftlich gesehen, die Spieler, die ich jetzt vielleicht wirklich relativ günstig ergattern kann, die kann ich nächstes Transferfenster mit Gewinn verkaufen. Ja, du hast natürlich recht. Es war wahrscheinlich noch niemals so einfach, hochtalentierte Spieler zum Beispiel aus der französischen oder portugiesischen Liga zu kriegen wie nächstes Jahr. Vermute ich. Vielleicht sogar in Italien. Ja, bei einigen Vereinen kann man da bestimmt gaunern. Klingt blöd, ja, ich weiß. Ja, ja. Die Bayern werden es machen. Ne? Die Bayern haben ihre Kohle und die werden ordentlich aufrüsten. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, der BVB hält sich zurück, aber ich hoffe mal, dass die da irgendwie auch ja irgendwas. Ja, auf der anderen Seite beim BVB kann man, ist das nächste. Kamavinga anstatt für 100 Millionen halt für 50 zu kriegen, wäre doch mal ein Deal, oder? Ja, 50 ist mir zu viel. Kamavinga. Immer noch? Ja, ist mir zu viel. Ja, und wenn dann möchte ich Kamavinga und Bellingham. Im Paket würde ich 40 Millionen. Beide für 40, dann geht das klar.
Aber Dortmund hat auch auf der anderen Seite wieder das Problem, es kommen so viele Leihspieler zurück, der Kader ist eigentlich aufgebläht ohne Ende und die wirst du auch wieder nicht los. Ihr müsst eigentlich hoffen, dass Bremen die Klasse hält, mit Toprak weg ist. Ja, was mit dem, ja, was mit dem ist, weiß ich nicht, er hat ja irgendwie so eine gewisse Klausel, aber... Ja, wenn sie eine Klasse halten, müssen sie ihn für 5 Millionen kaufen. Ist das so? So ist das, jupp. Ja. Auf Pflicht. Ja, halt. Dortmund, nächstes Spiel, Paderborn gegen Dortmund. Ja, hast du ja nicht gesehen, hast du ja gesagt. Doch, habe ich gesehen. Bis zu dieser Elfmeterentscheidung, die mir einfach den Rest gegeben hat. Ja, ich meine, wir schlagen uns jetzt seit Monaten, seit Jahren mit diesem Videoscheiß rum, ne? Und, ja. Und dann gucke ich da so ein Ding und ich sitze da und witzel mit euch im WhatsApp noch los und sagt da irgendwie, schreib hier, ach so sieht also ein Handelfmeter aus, na dann. Weil ich 1000%ig davon ausgegangen bin, gleich kommt der Videoschiedsrichter und sagt, hör mal, Alter, nee, das ist ja mal gar nichts gewesen. Nimm dann mal schön zurück und dann legt er sich den Ball auf den Elberpunkt, dann kriegt Canok gelb und dann läuft er an und dann ist das Ding drin und dann steht es auch oben auf der Tafel und ich denke so, ist jetzt ein bisschen spät für den Videoschiedsrichter noch einzugreifen, oder? Und als ich dann realisiert habe, nee, der wird auch nicht mehr eingreifen, hatte ich die Option zwischen, jetzt demoliere ich meinen Fernseher oder ich schalte aus und gerne PC und mache irgendwas anderes, was Sinnvolles. Das hat mich gekillt. Für diesen Moment einfach, so leid es mir tut. Ja, und dann gab es eine Riesendiskussion hier ja bei uns im Chat vom Tippspiel, wo der liebe Klopapier auf einmal total für mich, aus meiner Sicht, anfing rumzuspinnen. Klo, also wenn du das hörst, weiß nicht, was da dein Ziel war, hat nicht funktioniert. Trollen. Ja, keine Ahnung. Also mir dann irgendwie, man musst du alles für seinen Verein geben, habe ich. Seit 42 Jahren, ja, da gab es dich noch lange nicht. Ja, und ich habe dir aufgezählt, wie viele Heimspiele ich gesehen habe. Und Auswärtsspiele waren auch ein paar dabei, wenn auch erheblich weniger. Ich habe mit den Spielern damals die, was war es, 95er Meisterschaft im Rathaus gefeiert. Ja, also mir zu sagen, ich würde nicht alles für meinen Verein geben, da zeige ich dir nur einen Finger und das ist nicht der Daumen nach oben an der Stelle. Bin ich ganz ehrlich, weil das ist sowas von albern, das richtet sich nicht gegen meinen Verein, sonst hätte ich schon zur Halbzeit ausgeschaltet, weil die waren scheiße. Aber die waren auch vor 10 Jahren scheiße. Na, warte mal. Dann haben wir jetzt... Ja, nee, das war noch die... Doch. War es vor 10 Jahren gerade cool. Die Zeit, wo Kloppo kam? Was? Er kam doch 2011, 2012. Nein, er kam 2009, Kloppo. Das war noch 11, war noch Sommer. Nee, was? Ah, nee, Sommer ist... Alter, ich krieg die Jahre nicht mehr hin. Sommer war Trainer 2001 oder so. Eins, ne? Genau, das war auch die komische Meisterschaft. Sind aber leider fast 20. Ja, 2001, 2002 ist Sommer mit dem BVB-Meister geworden. 30 Jahre zurück. Und Jürgen Klopp ist in Dortmund 2008 Trainer geworden. Ja, ja. 30 Jahre zurück, ne? Da gab es Zeiten, 89 war noch DFB-Pokalsieg, okay, mit Nobby Dickel. Ja, gegen Bremen. Ja? Yep. Aber auch die Jahre danach, da gab es so viel Mist, auch die internationalen Auftritte, weiß ich, gegen Brügge damals irgendwie verkackt und all sowas. Habe ich alles gesehen. Oh, daran erinnere ich mich. Habe ich nicht ausgeschaltet. Ja, alles, was ich da damals am Fußball sehen konnte, habe ich auch mitgenommen. Und als es dann mit Premiere losging, habe ich jede Spielminute gesehen. Entweder im Stadion oder am Fernseher. Also so eine Scheiße muss ich mir nicht geben. Hm. Ah. Ich habe nie, weil sie Scheiße gespielt haben, ausgeschaltet oder sonst was. Das ist mein Verein, wird es auch immer bleiben. Ich habe nur und ausschließlich, ja, wegen dieser Witzveranstaltung, die sich Bundesliga nennt, und der DFL und den DFB habe ich ausgeschaltet. Ja, und das kann ich auch begründen. Ja, seit der Corona-Krise oder seit dem Ende der Corona-Pause gab es in jedem Spiel mit Borussia Dortmund-Beteiligung, die ich gesehen habe, gab es mindestens eine Handentscheidung. Und alle wurden zu 1000% gegen den BVB gefällt. Das heißt nicht, dass ich sage irgendwie in Wolfsburg oder Gelsenkirchen, dass ich sage irgendwie, yo, ne, da muss er Handelfmeter geben. So objektiv bin ich dann noch. Ne? Aber wenn du 4 Tage vorher ein Spiel erlebst, wo es um wirklich alles geht und da rollt einer durch den Strafraum, ja, der Schuss kommt und er fährt den Ellenbogen aus und wehrt den Schuss ab, ja, und das entscheidet durchaus auch mal so eine verfickte Meisterschaft. Und dann schalten sie ins Studio und da sitzt dann ein Didi Hamann, der wirklich extrem scheiße ist. Ja, und auch bayernlastig. Und der dann sagt, ja, da muss es natürlich einen Elfmeter geben. Es gibt ja gar keine 2 Meinungen. Und dann hast du 4 Tage später eine Szene, wo du denkst, Alter, ne, nie im Leben, ne,
und dann gibt der den Elfmeter. Entschuldigung. Geht überhaupt nicht. Letztes Jahr Derby. Kriegt Weigel aus kurzer Distanz den Ball an die Brust, wo er den Arm, die Arme irgendwie zu Schutz vor der Brust gemacht hat. Was gab's? Elfmeter. Dortmund verliert das Spiel 4-2. Fickt euch mit euren Wichsentscheidungen. Ohne Witz. Und das hat mich gekillt. Und nicht die Spielweise von Dortmund oder sonst was. Und dann zu sagen, ja, was ist denn 6-1 geworden? Interessiert mich das? Es geht mir nicht um das verdammte Ergebnis. Es geht mir um dieses Stümperhafte. Es geht mir darum, dass die, ey, wenn ich meinen Job auch nur ansatzweise so beschissen machen würde, wie diese Pissorganisation, dann wäre ich ein Härtefall und könnte Geld bei Gelsenkirchen zurückverlangen. Das ist stümperhaft. Und dass da auch keiner irgendwo mal zur Rechenschaft gezogen wird, dass er nicht mal gesagt hat, ich verstehe auch dieses Devote nicht vom BVB, das verstehe ich seit Jahren nicht. Ey, wäre ich da einer, der was zu sagen hätte, würde ich an die Kamera gehen und würde sagen, so, dann leg mal los. Und wenn sie fragen, und was sagen sie heute im Spiel? Scheißegal, die DFB, die DFL sind beides Lumpenvereine, ja, mit Seppelbrillen und ganz tief im Arsch von Uli Hoeneß. Da muss doch mal jemand sagen, da muss sich doch mal jemand hinstellen. Die Bayern haben vor ein paar Jahren auch gesagt, irgendwie, nö, den Schiedsrichter lehnen wir in Zukunft ab. Oder haben gesagt, ja, wir wollen, dass unsere Stars geschützt werden. Haben die alles durchgezogen. Warum ist da keiner in der Liga, der sich da mal hinstellt und sagt, sag mal, wollen wir direkt die Tabelle auswürfeln oder wollen wir da hier noch eine sportliche Veranstaltung draus machen? Das ist doch ein Witz. Wer hier in der Runde, und da bin ich ja immer dankbar, ne, und dann wird ja auch gesagt, du hast die Fanbrille auf. Entschuldigung, wer in dieser Runde, und Bolt schon ausgeklammert, sagt, das war ein Elfmeter. Und zwar ein von mir aus auch, wer geht denn so weit und sagt, das war eine 50-50-Entscheidung und ist schon richtig, dass der VAR da nicht eingreift. Wer von euch? Der Frankfurter? Jeb? Ich sag mal so, Boateng war ein klarer Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Wenn man dann sagt, dass jeder, der irgendwie an Ellenbogen springt oder sonst was, ist nach den Regeln, was jetzt dieses Jahr ist, ist ein Elfmeter. Kann man ihn geben. Muss man nicht geben, aber man kann den Elfmeter geben. Ohne Videoschiedsrichter. Also wenn der Schiedsrichter meint, okay, das war ein Handspiel, hat der Videoschiedsrichter nicht die Möglichkeit zu sagen, es ist eine grobe Fehlentscheidung, weil Ball springt an Ellenbogen, es wurde schon gegeben, dieser Elfmeter, da hieß es immer, es ist ein regulärer Elfmeter. Ich habe das gar nicht gesehen, weil der Ellenbogen ja vorm Bauch war. Ist der wirklich an den Arm gegangen? Oder ist der, ich habe hinterher nochmal die Highlights gesehen, ja? Oder ist er einfach nur in die Magengegend gegangen? Du hast gesehen, dass der an die Hand gegangen ist? An den Ellenbogen? Am Ellenbogen, nicht an die Hand. Am Ellenbogen, den er vorm Bauch hatte. Den kannst du, ein normaler Menschenverstand sagt, wo soll die Hand denn hin? Soll er sich die abschneiden oder wohin auch immer? Ja. Aber mit der Prämisse ist halt die ganze Saison halt schon so kleine gepfiffen wurden. Und ist das Geschrei nach Boateng dann riesengroß war, auch von den Dortmundern, wo es dann hieß, ja, das ist ein klarer Elfmeter. Boateng war eine Fehlentscheidung. Bei Can ist der dann halt den Elfmeter gibt, ist eine Kann-Entscheidung. Ist eine Kann-Entscheidung für dich? Okay, für mich absolut nicht. Aber wir machen da gleich mit den anderen Jungs, akzeptiere ich. Dann möchte ich aber auch die Kann-Entscheidung gegen Wolfsburg. Da möchte ich die Kann-Entscheidung im Derby. Da möchte ich viele Kann-Entscheidungen aus der Hinrunde, die alle gegen den BVB, ja, da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz objektiv, getroffen wurden. Ich möchte auch dann, dass die Rückrunde der letzten Saison, wo der BVB 8 Punkte Vorsprung hatte, ne, diese ganze Entscheidung jetzt revidiert werden. Wir spielen das Spiel in Nürnberg, was für mich sehr entscheidend war. Das spielen wir einfach normal. Da gab es den Elfmeter auch nicht. Das war nicht mal eine Kann-Entscheidung. Haffi. War das ein Kann-Elfmeter? Nein, war kein Elfmeter. Nicht mehr ansatzweise, oder? Nein, wo soll er denn hin? Also die einzige Möglichkeit, dass der Ball nicht gegen seine Hand geht, ist, indem sie abgehackt ist. Oder sein Arm abgehackt ist. Anders ist keine... Also dichter kannst du den ja nicht. Und der rutscht halt rein, ist halt komplett blödsinnig. Boateng in dem Spitzenspiel davor. Der Arm ist abgewinkelt. Der Arm ist definitiv abgewinkelt. Und Boateng macht eine aktive Bewegung zum Ball. Genau, er weiß genau, was er tut, Boateng. Can macht auch eine Bewegung, aber wo soll er hin mit dem Arm? Er kann ihn nur woanders hinmachen. Der Unterschied zwischen Can und der Boateng-Szene ist einfach, dass bei Boateng eine ganz klare Absicht vorlag. Genau. Und das ist ein Elfmeter und eine rote Karte. Und ich weiß nicht mal, ob ich aber auf jeden Fall ist ein Elfmeter. Ich weiß nicht mal, ob bei Boateng jetzt eine rote Karte. Also wenn du den Elfmeter für Boateng gibst, aus der Perspektive, die ich gesehen habe, es wäre es so gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das jedenfalls gesagt habt, letzte Woche, da war ich ja nicht da, dabei hinten dann eingeschlagen hätte im Tor, dann ist es zu 100% eine rote Karte. Der Ball wäre Richtung Tor gegangen, aber jetzt. Kein noch ein klarer Torschuss.
Ist eine Verhinderung einer klaren Torschance ist immer noch rot, es sei denn, es ist ein Foul um den Ball im Strafraum. Dann gibt es halt nur noch diese Dreifachbestrafung nicht mehr. Du hast Absicht gesehen in der Szene? Also bei wirklich, Boateng? Dass er aktiv wusste, was er tut in dem Moment? Bei Boateng, echt? Ja. Bei Boateng, ja. Ja. Boateng wusste genau, was er tut. Er guckt genau zum Ball und sein Arm geht, oder sein Stutzarm geht genau in die Richtung raus. Er wusste ja, aber da ist ja wieder, das war der Stutzarm. Ja, Boateng wusste aber, was er tut. Ja. Gegen welchen Verein war das nochmal? War das gegen Wolfsburg, Hinrunde? Ja, wo der Verteidiger von Wolfsburg da reinrutscht und den Ball irgendwie erst in einem Stützarm bekommt, dann mit den anderen Armen noch bewegt. Was gab es da denn eigentlich nochmal? Nichts. Aber da sind wir beim Hauptproblem. Das hatte ich, ich glaube, ich habe es auch in die Gruppe geschrieben am Sonntag, dass selbst die Schiedsrichter nicht mehr wissen, wann Hand Elfmeter geben muss und wann nicht. Und das ist halt das Hauptproblem. Und in der Form... Kannst du ja einfach beheben. Depp, was haben wir vor, oder sagen wir schon seit Wochen, Raffi? Du pfeifst alles. Dann pfeift alles. Genau. Und wie in der Offensive auch. Ich kann ja immer noch nicht begreifen, es gab ja auch in diesem Spiel tatsächlich die Szene, was war das 2-0? Beim 2-0 war auch die Hand im Spiel. Ne? Wo dann der Paderborner irgendwie den Dortmunder ampelt, ich weiß gar nicht, ob es Guerrero war oder so. Ich glaube, es war Guerrero. Die Arme auch schützend vor sich hatte und der Ball tickt weg, spielt dann auch noch einen Fehlpass. Da hat sich ja der Trainer von Paderborn auch noch die ganze Zeit drüber aufgeregt. Ja, der ist ja total durchgetickt da. Dann denke ich, ja, was willst du denn? Ne? Gut, ich kann es ja nachvollziehen. Wenn er sagt, das war jetzt eine Offensivszene vom BVB, dann war natürlich ein Handspiel dabei. Aber der wird halt angepölt und ich glaube, der Paderborner spielt danach ja nochmal einen Fehlpass. Also ganz komisch. Aber für mich, in meinem Kopf geht halt diese ganze Regeländerung nicht rein. Warum behandle ich in dem Moment Offensivaktionen anders als Defensivaktionen? Wenn ich als Stürmer rumlaufe, wie am Ballbesitz, und ich schlage den Puffy in die Fresse, den Verteidiger, ja, warum ist das dann unter Umständen weniger rot, als wenn ich es als Verteidiger mache? Oder umgekehrt? Also den Puffy und nicht den Fabi. Ja, alle beide. Ich verstehe diese Bewertung auf dem Feld da nicht. Offensivaktionen, sobald auch nur ansatzweise irgendwie blöd. Also wir haben ja schon Szenen gesehen, wo der Gegner dann irgendwie die Flanke kam rein, der Gegner kommt mit dem Knie dran und der Ball tickt halt dem Stürmer an den Arm, der komplett am Körper war und es gibt dann halt Freistoß, oder ne? Boah, wird zurückgenommen, wenn dann halt gefallen. Das ist für mich unbegreiflich. Das ist, weiß ich nicht, ganz eigenartig. Wenn, dann seid konsequent und dann ist es auch total easy, ja, dann pfeift an jeder Stelle des Rasens, egal wie, wann, wo, aus welcher Distanz oder sonst was, ist der Arm dabei oder die Hand oder was weiß ich, dann pfeift es. Freistoß, Elfmeter, vorne, hinten, scheißegal. Also wie beim Hockey. Ja, wenn Fuß dabei ist. Ja, genau, beim Hockey wird jeder Fuß, egal wie, wird gepfiffen. Punkt. Ja. Dann habt ihr eine Linie, ja, das sollte selbst der bescheuerte Zweierraffen, Zweiflerraffen. Mann, jetzt hatte ich ein Wortspiel drin. Der hat ja auch wieder was gemacht. Ist egal. Easy. Ja, und dann, was gab es noch in dem Spiel? Ach, da gab es ja noch so viel. Ich habe ja hinterher noch ich habe ja den Ticker verfolgt und euch gehabt. Ne? Meine Familie hat mir auch geschrieben, was gerade ist. Ist ja nicht so, als hätte ich da die Augen zu gehabt. Aber ich wollte es einfach nicht mehr ansehen. Ich konnte es nicht mehr ansehen. Hummels gab noch gelb? Ganz rüder. Genau, der ist gesperrt. Ja. Kalkül. Entschuldigung, warum das Fass in dem Moment wirklich bei mir drüber war, ist, weil ich für mich irgendwann mal entschieden habe, jetzt könnte es mir nicht mehr als Zufall verkaufen, jetzt kann es nur noch Absicht sein. Das kotzt mich so an. Ihr seid dran, macht. Ja, ein Aufhänger in dem Spiel war ja auch dann noch die politischen Proteste, wo der DFB meinte, ach, wir müssen jetzt hier erstmal Strafen einleiten. Nee, Ermittlung. Sie haben ja keine Strafen eingeleitet, sondern sie haben eine Ermittlung eingeleitet, weil sie es formal müssen, weil es in der Spielordnung steht, dass du keine politischen Botschaften senden darfst. Also sie sind gezwungen, formal eine Untersuchung einzuladen, aber das Ergebnis war ja auch. Im gleichen Satz, wir verwerfen diese Untersuchung bei Blödsinn. Ja, natürlich hätten sie das. Man muss halt erst warten, dass die FIFA da irgendwie eine Meldung rausgibt. Ja, aber formal sind sie dazu leider verpflichtet. Das steht auf dem einen Blatt, aber das andere Blatt muss dann sein, Menschenverstand sagt ja, okay, wir haben Verständnis dafür und wir verwerfen das. Wir müssen jetzt zwar es Formalie und es ist weg, ja. Genau, da bin ich bei dir. Also in der Formalie hätten sie es machen müssen, aber ich bin bei dir. Sie hätten es schneller abhaken müssen, ohne dass sich die FIFA einschaltet, ja. Vor allem ist es halt auch
auch das ist wieder so eine Nummer, ne, die das Fass irgendwann mal gefüllt hat. Auf der einen Seite Fair Play und Kampf gegen Rassismus predigen und wenn die Spieler dann mal aktiv auch was tun und Entschuldigung, keiner kann mir sagen, dass das das falsche Zeichen ist. Ja, wenn der Kenny dann eine Armbinde trägt, wo er irgendwie eine Botschaft drauf hat, gibt es auch irgendwie auf einmal Trara, wo zwei Jahren sagt, muss er abnehmen. Und McKenny sagt, nö, mach ich aber nicht. Ja, wird dann auch an die Glocke hängt, ey, wollt ihr mich gar nicht verarschen? Ja, aber andersrum, wenn dann ein Länderspiel ist und die deutschen Fans, die Mitgereisten, rufen dann auf den Tribünen Sieg Heil oder so, da gibt es keine Ermittlungen. Das ist alles dieser Verband und das ist die Summe, die mich einfach nur noch kotzen lässt. Vor allem, wenn die mal den Spruch bei einer Say No to Rassismus hochhalten, aber dann selber nichts dagegen machen dürfen. Ja, das, ja, das ist ja das, was ich gerade sagte. Ja. Das ist Doppelmoral. Gut, in den USA wurde jetzt ja auch kein reicher, alter, weißer Milliardär gekillt. Der ist doch schon Präsident. Oder deutscher Milliardär, wäre ja auch ganz schlimm. Ja, das war die Anspielung, Fabian. Es war ja nur ein Schwarzer. Mein Gott. Wer will da schon aufstehen? Lächerlich. Buffy, lächerlich. Bob und Paderborn. Ja, erste Halbzeit war nicht so schön. War sehr zerfahren, fand ich. Und dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, nachdem Dortmund dann geführt hatte, deutlich geführt hatte, ist halt, hat man gesehen, Paderborn bricht auseinander. Also wie war es in den letzten 10 Minuten? Kriegen sie 3 oder so, kann es sein? Also ich habe immer einen Minutentag Nachrichten bekommen. Also es war halt dann zum Ende hin, wurde es richtig deutlich. Ja, war ein Pflichtsieg, ne? Ist dann höher ausgefallen wahrscheinlich, als man zwischenzeitlich gedacht hat, weil Paderborn halt nach bestem Wissen und Gewissen und nach besten Kräften verteidigt hat. Aber dass Dortmund das Ding da gewinnt, war für mich zu keiner Zeit, stand zu keiner Zeit zur Disposition. Also war klar. Also es gab in der ersten Halbzeit einige Situationen, wo ich dachte, irgendwie Paderborn hat einen Plan und wissen genau, was sie jetzt vorhaben, nämlich irgendwie hinten nicht stehen natürlich. Dann schnell umschalten. Und das haben sie gut gemacht. Da gab es durchaus so ein paar Situationen, wo ich gedacht hatte, Heidewitzka, wenn sie das anständig zu Ende spielen. Hier der Ajay, Anta Ajay oder wie heißt der? Ich weiß nicht. Allein der hat ja irgendwie 2-3 Chancen gehabt, wenn er nicht so kläglich verkackt. Das sah wieder anders aus. Und dann hast du ein ganz anderes Spiel, ne? Gehst du einmal in Führung, dann hast du auch nochmal, ja, zweite Halbzeit wurden sie müde. Das ist ja durchaus auch momentan anscheinend ein taktisches Stilmittel von Lucien. Aber wenn die halt in Führung sind, das in die Halbzeit nehmen, dann hast du halt nochmal 10 Minuten die Extraluft, ne? Und wer weiß, was da nochmal für ein Konter dann passiert. Also es hätte auch ein anderes Spiel werden können. Auch der BVB hatte in der ersten Halbzeit tatsächlich die Chancen, um da Türchen zu machen. Ich glaube, Rafa hatte einmal und Brandt, wo der Ball da so durchrutscht, kann man auch mal reinmachen, statt so läppisch abzuschließen. Aber Paderborn hat den Plan und die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Und in der Halbzeit wurde ja schon im Tippspiel-Chat geschrieben, irgendwie, wenn Dortmund weiterspielt, riecht es nach Niederlage. Kann ich verstehen, dass man so denkt. Das war wirklich nicht gut. Auf der anderen Seite, wir hatten da gespielt. Es sind immer noch Namen, gar keine Frage. Aber trotzdem ist diese Truppe auch ein bisschen, Hazard im Sturm, die ist ein bisschen am Straucheln. Trotz des großen Kaders müssen da Leute Lücken stopfen. Ja, dann bringst du auch mal so einen Schmelzer irgendwann mal rein. Der sogar ein Tor gemacht hat. Ab jetzt nur noch Stürmer. Ja. Hat er mit ein Drittel so viele Tore wie Gelsenkirchen in der gesamten Rückrunde. Ah, oh, du kannst es nicht lassen, ne? Nein. Ja. Das haben sie sich aber auch verdient, die Blau-Weißen. Dass man sowas anmerkt. Ja, 6-1. Fabi. Ja, erste Halbzeit hat Paderborn alles gezeigt, was sie konnten und allerdings halt nur in den 45 Minuten. Danach war da die Luft komplett raus und dann hat man halt gesehen, wer die bessere Mannschaft ist. Also echt so ein typisches Spiel gegen den 18. Erste Halbzeit denken sie, wir haben nichts zu verlieren, wir hauen alles raus und vergessen halt, dass es noch eine zweite Halbzeit gibt. Ja. Yep. Robert? Ja, hinaus deutlich, eventuell zu deutlich. Paderborn war wieder bemüht, aber ja, so wie die ganze Saison, spielen munter da offensiv nach vorne und belohnen sich am Ende nicht, beziehungsweise haben nicht das Stehvermögen. Und bis es dann 6-1 ausgeht, wenn es so weitergegangen wäre, wäre das dann noch zweistellig geworden. Also wenn die noch 10 Minuten länger spielen, dann am Ende sind ja die Tore im Minutentakt fast gefallen. Der Fokus hat einen Artikel gebracht, und zwar heute. Mit der Headline 200 Millionen, kaum Ertrag. BVB glänzt bei Top-Talenten, liegt sonst aber oft daneben.
Da geht es halt darum, dass der Fokus oder der Lokus, ja, die schreiben halt Transfers die letzten Jahre, zum Beispiel André Schürrle, Mario Götze, Jamolenko, Philipp, Toprak, Diallo, Delaney, Schulz, Paco, ne, dass man dafür ja 200 Millionen ausgegeben hat und kaum Ertrag. Ich sehe das anders, lieber Lukas. Schürrle, bin ich bei euch. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Götze, bin ich sogar noch bei euch. Darf ich kurz reingrätschen? Ja, grätsch rein. Ich glaube, man muss ja auch mal diskutieren, warum Schürrle zum BVB gekommen ist. Ja, wegen Tuchel. Ja, absoluter Wunschspieler von Tuchel gewesen. Okay, ist, nehme ich an. So. Jamolenko, glaube nicht, dass man da Minus gemacht hat. Bei Philipp, weiß ich nicht, ein bisschen Minus vielleicht, keine Ahnung. Nicht viel, vielleicht. Ist das eigentlich auch kein Minus gemacht haben. Ich glaube, die Russen haben auch 20 Euro. Millionen bezahlt, was wir bezahlt haben, also auch kein Minus. Ja, Diallo, kein Minus. Nö, Diallo war doch gut, ansonsten wäre er nicht zu PSG gewechselt. Delaney spielt noch und der macht seine Sache gut. Ich weiß gar nicht, warum die den ja als Flop schon quasi abschreiben. Der macht seinen Job im Mittelfeld. Ja. Er war halt nur in der Hinrunde ewig verletzt. Ja. Das war das Problem. Schulz, das Reus auch. Schulz hat ein bisschen Pech. Schwer zu bewerten. Definitiv erstmal hat nicht eingeschlagen. Da brauchen wir gar nicht, verschönigen oder sonst was. Aber dann noch mein Lieblingsname in dieser Liste, Paco. Der hat doch alles kurz und klein geschossen, als er kam. Was wollte er eigentlich? Der hat doch den Job gemacht, bis Haaland dann da war. Und ich weiß auch nicht, dass man da Verlust irgendwie mitgemacht hat. Nein. Also, und der wollte ja dann noch zurück in seine Heimat. Also warum sich querstellen? Was auch okay ist. Was für ein Drecksartikel. Ich glaube, irgendwie von den 200 Millionen, die sie da haben, die die Spieler gekostet haben, haben sie wohl irgendwie vergessen, dass man locker irgendwie um die 100 Millionen aber wieder eingenommen hat. Ja? Plus. Also ich habe nachgeguckt, Alcázar hat 21 gekostet und wird für 23 verkauft. Ja. Und hat seine sportliche Leistung hier geliefert. Genau. Ja, Schulz, Delaney spielen noch hier. Würde ich jetzt gerade bei Delaney total irrwitzig. Also Delaney als Flop zu bezeichnen, ist frech. Ja. Frech ist noch nett umschrieben, ja. Diallo hat hier auch, wird auch gekommen sein für das, was er gegangen ist. Ein paar Millionen wahrscheinlich Einnahme noch mehr genommen. Hat sportlich hier auch seine Leistung gezeigt. War doch absoluter Stammspieler. Ja. In der letzten Saison. Also diesen Artikel. Der haut nicht hin. Ja, bei Schürrle brauchen wir nicht diskutieren. Da hat man ordentlich Geld in den Sand gesetzt und den schleppt man jetzt noch mit sich rum. Bei Götze ebenso, nicht so gravierend wie Schürrle, weil Götze hat auch Phasen gehabt, wo er leistungstechnisch hier auch, wenn er gespielt hat, abgeliefert hat. Aber klar, bei der Absumme und bei dem Gehalt, das schmerzt nämlich mehr, kann man den ruhig aufzählen. Jamolenko, wahrscheinlich für die Summe gekommen, wie er gegangen ist. Yep. Billy, habt ihr ja schon gesagt. Immer weiß ich gar nicht. Da wird jetzt auch nicht so viel Differenz sein. Ich finde es haarsträubend. Aber ich, also womit ich bei solchen bei Artikeln immer ein Problem habe, ist, es ist komplette Meinungsmache. Es wird nur aus, es wird halt nur aus einer Sicht gesehen. Zum Beispiel über einen Aubameyang, Mkhitaryan, Barrios. Und wie sie nicht alle heißen, die alle jetzt, wie im Artikel wie sie im Artikel sagen, bei den Älteren, die waren ja alle schon älter, die komplett eingeschlagen sind und da auch Spieler, die komplett unbekannt. Barrios war Mitte 20, als der aus Colo-Colo nach Deutschland gekommen ist, hat am Anfang gebraucht seine 7 Spiele, aber dann war es eine absolute Waffe. Mkhitaryan kam aus Donetz. Dass man solche Beispiele nicht ranführt, ist klar, weil der Artikel halt darauf abzielt, Klicks zu generieren. Ja, klar. Ja, das würde ja dir die Überschrift nehmen, dass der BVB 200 Millionen in Sand gesetzt hat, was Quatsch ist. Und was dazu kommt, welcher Verein macht mal keinen schlechten Transfer? Also das kommt ja noch dazu. Das ist nämlich jetzt der springende Punkt. Moment. Denn jetzt kommt noch der zweite Aspekt von so einem Artikel. Die Stärke des FC Bayern. Aha. Andererseits. Aber auch in zahlreichen dies liegt einerseits an der Stärke des FC Bayern, andererseits, also der FC Bayern wird auch in diesem Artikel ein bisschen dazu genommen. Okay. Kann man jetzt auch mal darüber diskutieren, dass die Bayern auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt haben. Breno, Kirchhoff, Baumjohann. Das sind ja nur die Kleinen. Also, ja. Hat alles noch kein Geld gekostet, groß. Ja, gut. Breno hat 15 Millionen damals gekostet. Ja, aber. Breno war damals noch vom Flop. Ja, aber. Aber die waren ja alle nicht so teuer. Aber du suchst ja, also gut, den will ich noch nicht abschreiben, weil ich befürchte einfach, dass Theo Hernandez in München keine Beine offen bekommen wird.
Er ist ja nicht Theo. Relativ Theo viel. Hernandez ist der andere. Ja. Ach so, dann ist es der schlechte Hernandez. Lucas aber Hernandez. Spiel. Ja. Ja, bezeichnet, also zum Thema Lucas Hernandez. Es gab ja letzte Woche dieses Gerücht, ne, was Bayern gemacht hat. Habt ihr das gelesen? Nein, nee, was denn? Die haben mit Man City verhandelt und haben angeblich Hernandez ein bisschen als Tauschobjekt zu Sané angeboten. Wurde dann gleich dementiert, aber meistens ist an so Gerüchten ja was dran. Meistens sind an diesen Tauschgerüchten nie was dran, weil wann hattest du das letzte Mal in dem Profibereich so eine Art Tauschgeschäft? So eine Art Tauschgeschäft habe ich Zidane Hamburg damals mit Petritsch. Ja, genau. Aber wie oft kommt das vor? Also, das war nicht mein echtes Tauschgeschäft, aber das kann man so, einer geht, der andere kommt und dann wird das irgendwie verrechnet. Aber dass die Bayern momentan auf der Suche sind nach einem Platz für Hernandez, ist aber zu merken, ne? Dass sie nicht wissen, wo er momentan spielen soll. Ist doch legitim. Also ich meine, was hast du in der Saison gemerkt? Sie haben einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach, bei Hernandez. Sie haben ihn gekauft, da war er schon Langzeit verletzt. Das Risiko kannst du eingehen, aber dann würde ich keine 80 Millionen für die Ausstiegsklausel hinblättern. Genau. Und wie viele Spiele hat er jetzt gespielt in der Saison? 10 vielleicht, wenn es kommt? Wenn du dann so einen Spieler hast, der nicht fit ist, dass du dich dann umguckst, ist völlig normal. Völlig normal. Gut, dann kann der Lokus da mal einen Artikel schreiben, was da so alles gefloppt ist. Für mich, Coutinho und Rames, auch wenn sie Laien waren, meiner Ansicht nach teure Laien, ist für mich gefloppt. Aber okay. Beide, ja. Aber it is wie it is. Angeblich gab es im Februar eine Offerte für Sancho. Und zwar von Madrid soll wohl da rum. Aber United hat wohl 140 Millionen im Februar geboten. Der BVB hat gesagt, nö. Jetzt die Frage, hat man sich jetzt verzockt? Hält man die 140? Man weiß jetzt nicht, wie sie ausgesehen haben, ne? Wahrscheinlich 70 jetzt und den Rest dann irgendwie über Jahre mit Boni und blablabla. Bla bla. Also die Frage ist, hätte Sancho gewollt? Stimmt, der will doch auf die Insel, so hört man. Also wäre zu United gegangen? Er will doch auf jeden Fall nicht verlängern, habe ich gelesen. Irgendwas schwankt. Er hat ja noch Vertrag bis 22. Ja. Also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich ein junger englischer Nationalspieler bin, will ich zu United gehen. Geh nicht zu United, korrekt. Dann gehe ich lieber zu Chelsea, wie es Timo Werner tut. Ich glaube, gleich, wenn wir bei Leipzig sind. 140 Millionen sind natürlich jetzt in diesem Corona-Sommer, laut euch ja auch, wahrscheinlich keine 140 Millionen mehr. Ja, das ist ja wieder die Frage. Wer wird denn bezahlen? Also wenn, ja, aber im Februar war es ja noch nicht so. Nee, also wenn jemand noch über 100 Millionen bieten kann, dann ist es eine englische Mannschaft. Ja. Aber ich bezweifle, dass... Was passiert da? Startet ein Vibrator oder was? Ich bezweifle, dass Dortmund in diesem Sommer Interesse hat, Sancho abzugeben, überhaupt abzugeben. Wirtschaftlich dumm wäre. Außer es kommt da wirklich ein Verein, den wir jetzt noch nicht auf der Kette haben. Von mir aus auch so ein Puffy-Modell, die dann sagen, passt mal auf, wir geben euch den und legen noch Geld drauf und auf die nächsten Jahre noch diese Summe, dass du dann wirklich auf ein Paket kommst, wo du sagst, irgendwie Gegenwert gerechnet, kommst du auf so 150, 160 Millionen. Ja. Newcastle? Aber die Frage ist für mich, wer sollte sagen? Ich sehe momentan wirklich im Weltfußball keinen, der dieses Paket schnüren kann. United hat doch sehr großes Interesse, mit Sancho wieder die Champions League anzugreifen und Sancho das Aushängeschild des Vereins zu machen. Ja, aber Puffy, du bist doch Freund von Tauschgeschäften. Dann nimmst du ja, Chelsea. Ich bin Freund davon, aber dann sagt Chelsea. Jetzt, ja, dann sagt Freund, Chelsea. Guck dir den United-Kader an. Ich bin doch gar nicht bei United. Bin ich doch gar nicht, das sind die anderen. Ich bin da nicht. Aber nimm Chelsea. Dann sagt Chelsea irgendwie, pass auf, wir nehmen euch den Jaden ab. Ja. Ihr bekommt den Herrn Pulisic und noch Cash drauf. Ja, aber Pulisic will ja nicht nach Deutschland. Ach, also ist Gott. Das schon mal... Ist eine Idee, die ich jetzt mal reinwerfe. Dann kommt halt Man City und sagt, hör mal, die Bayern wollen den Sané, wir wollen aber lieber, dass ihr den nehmt. Ja, und Sané sagt, ja, Dortmund kann ich mir gut vorstellen. Ja, dafür gebt uns den Jaden und wir geben euch noch ein bisschen Cash in die Hand. So, haben wir wieder ein Modell. Glaube ich auch nicht. Also, ich glaube, es wird wirklich schwer, da einen Verein zu finden, der dann auch wirklich sagt, hör mal, wir geben euch die Kohle, sodass der BVB sagt, die Komplettzahlung direkt ist hoch genug, die Boni sind hoch genug, das Paket passt. Das wird schwer.
Also bleibt nur noch das paffische Modell, dass irgendein Verein kommt und sagt, hör mal, wir haben hier einen interessanten Spieler, den findet ihr gut. Und der BVB sagt, finden wir. Und dann bieten wir euch noch eine Einmalzahlung in der Summe. Und dann bieten wir euch noch für die nächsten Jahre auf Raten oder wenn Spieler XY so viele Länderspiele. Und ihr kennt ja das, ne? Ihr seid ja alle erfolgreiche Football-Manager. Ich nicht. Ich glaube, so hast du dann schon wieder ein etwas größeres Gebiet, wie es passieren könnte. Ja, das Problem ist doch, ich glaube nicht, dass Sancho nach seiner Ausbeutung bei City dann nochmal zurück will. Ha. Also kann ich mir nicht vorstellen. United ist ein Verein, der grundsätzlich das Geld hätte. Chelsea glaube ich nicht, dass die in Frage kommen. Und ansonsten Liverpool glaube ich schon, dass die grundsätzlich Interesse hätten. Aber ob sie es machen wollen, weiß ich nicht. Und dann bleibt ja nicht mehr viel. Ich glaube nicht, dass Sancho Bock hat, zu PSG zu wechseln. Und der Real rechnet sich ja wohl auch Chancen aus, aber das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht kommen. Also nach dem, was man so hört, sind diese großen Transfers, wenn überhaupt, nur noch England möglich, weil die drei Großen aus Spanien schon abgewogen haben gesagt, wir können in diesem Sommer nicht bezahlen. Wer soll so bezahlen? Barcelona? Die können ja nicht mehr jetzt wieder bezahlen. Momentan. Genau, Barcelona kann es nicht. Real hat schon die weiße Flagge gekissert und gesagt, wir können nicht bezahlen und Atletico auch nicht. So. Dann gibt es halt noch den einen Italiener, der unter Umständen Geld haben könnte. Aber obwohl ich nicht glaube, dass das, also für mich passt halt Sancho sowas gar nicht von da in die Serie A. Sancho will zurück auf die Insel. Genau, und dann kommen wir zur Insel. Und auf der Insel gibt es für mich nur zwei, vielleicht zweieinhalb Vereine, wo ich sage, da könnte das funktionieren. Der halbe Verein ist Man United, wo ich sage, da kannst du hinwechseln, weil sie das Geld haben, aber ich finde es perspektivisch nicht gut. Das andere Ding wäre Chelsea, wo ich denke, da könnte natürlich passen, weil Chelsea gerade dabei ist, alles jung zu machen. Da weiß ich nicht, ob die Geld investieren. Und der andere wäre Liverpool. Und bei Liverpool passiert das nur, wenn Salah oder Mané, einer von den beiden geht. Punkt. Das wird nicht passieren in dem Sommer. Genau. Ich bin auch der Meinung, dass er nur, wenn überhaupt, dann nur auf die Insel wechselt. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht ist für so ein Jadon Sancho, wenn da so ein Cristiano Ronaldo über WhatsApp kommt und sagt, komm Juve. Ne? Und Juve sagt, pass auf, wir geben bei BVB, wir geben euch Summe X und so einen Herrn Dybala dabei. Da bin ich auch schon wieder verhandlungsbereit. Ja klar. Logisch, der tauscht die Baller. Das ist schon mal klar, dass du das gerne hättest. Plus Geld. Ja, dann würde ich natürlich auch an Dortmund-Stelle sagen, okay, dann gibt er uns mal 80 Millionen, wir kriegen die Baller noch drauf. Dann machen wir's. Und Gonzalo Higuain, der ist fit. Habt ihr das Foto gesehen? Der ist fit. Ich habe über WhatsApp ein Foto geschickt, irgendwie, es geht wohl über Twitter gerade, Trainingsstart von Higuain und er wirkt mal eben so irgendwie, ich habe meine 120 Kilo, aber was geht ab? Zweiter Ailton. Krasse Nummer. Ja, da muss man ein bisschen abnehmen. Ich war mal kurz bei Diego zum Rinderessen. Ja. Wir haben die ganze Herde gekriegt. Und bei Higuain war noch nie durchtrainiert, also der war halt immer schon übergewicht. Ja, aber ja, so. Ja, dann immer ein bisschen schon mächtig, aber das sieht halt schon sehr mächtig schon aus, muss man einfach sagen. Und im Hintergrund siehst du Cristiano Ronaldo. Voll, ne, der war gar nicht weg. Der hat die Zeit genutzt und nochmal zu Hause nach. Ne, überleg mal, du bist Verteidiger und spielst dann gegen Juve und siehst die beiden. Das ist doch mein Satz irgendwie, hey Puffy, ich verteidige Higuain, du Ronaldo. Ja, das kriege ich dann noch hin. Ja. Würde ich auch denken. Genau das wäre. Die alte ich denke, wir würden auf dem Weg zum Platz, weil wir würden ja vorher sehen, wir müssten losen. Ja, Stichschnuppen. Ja. Und der das kürzere zieht, der muss halt Ronaldo verteidigen. Und der andere darf mit Higuain sich hinstellen und über das letzte Abendessen sich unterhalten. Ja, vielleicht nochmal so einen Windbeutel anbieten. Gonzalo, willst du? Och ja, mein Gott. Der macht den Brat jetzt auch nicht mehr fett. So, das war genug BVB-lastig. Wir machen Köln-Leipzig. Jepp. Ja, war lustig. Jepp. Ja, was soll man groß sagen? Köln bemüht, aber nicht geschafft. Also Leipzig war mal wieder abgeklärt und dass sie dann halt irgendwie, stand ja irgendwie zwischenzeitlich 3-0 oder sowas. Nee, 2-0, dann ist 2-1 gefallen, dann irgendwie 3-1. Also man hat nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie Leipzig da nochmal an den Kragen gehen kann oder dass Köln da irgendwie die Möglichkeit hat, da noch einen Punkt mitzunehmen. Also die haben das schon sehr souverän dann runtergespielt in Köln. Hat Köln nicht 1-0 geführt? Ja, die haben 1-0 geführt gehabt. Aber durch selbst Cordoba oder wie der heißt, der ist ja dann verletzt raus, ne? Ja, der ist am Tor raus und danach hat eigentlich nur ein Leipzig gespielt gehabt. Ich sehe es auch so. Klar, die Führung, ja, aber dann kam Leipzig, ging in Führung. Dann kam Köln wieder ran, ne? Dann hat Leipzig aber
instant wieder nachgelegt. Und ja, sofort danach, ganz ja. Ja, das war das komische Werner-Tor, wo er einfach vom Gulaschi da... Das Nachlegetor war von Olmo. Auf Modestes Tor. Ja. Nee, das dritte. Ja, das dritte war, ja. War doch irgendwie, dieser lange Abschlag von Gulaschi, ne, wo Werner einfach durchläuft. Gulaschi hat Haare. Was geht bei dem? Ich dachte mir so... Friseur war zu. Ja, Entschuldigung, aber der hätte doch Glatze, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ja, da wächst ja auch bei dem nichts mehr. Ja, und jetzt war da beim Haare. Was ist da denn passiert? Die ganze Zeit sagen sie, ah, Gulaschi hält. Und ich sage, es ist nicht Gulaschi. Gulaschi hat keine Haare. Doch, war. Macht das erst mit einer Torwart, ne? Ja, das war schon hart. Ja, ich denke, wir stimmen alle überein. Genauso bei der Spielverlauf. Köln war dann mal da, aber Leipzig hat dann direkt den Riegel davor so macht es den Eindruck, ja. Nachholspieler Mittwoch. Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Depp, da kannst du noch was sagen. Was willst du jetzt schon wieder mit Treter? Ich weiß nicht, ich habe nur zwischenzeitlich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe immer mal einen Kicker gesehen oder Statistiken gesehen, wo dann irgendwie 17 Fouls ordentlich rumgewumst, eine gelbe Karte nur, wo ich mir dachte, musst du auch können. Ich erinnere mich an eine Ansage vom Schiedsrichter an Halbzeit 1, wenn ich für alle Aktionen von euch gelb geben würde, würden wir am Ende 7 gegen 7 spielen. Die Aussage finde ich gut. Als Winteregger hätte runtergemusst, der Spast. Also wer absolut gelb-rot gibt, der gibt auch dann irgendwie kein Elfmeter gegen Boateng und sowas. Ja, gab's ja. Doch. Also, passt es zur Linie. Ja, dann passt ja. Das Video das Problem ist doch, dass Bremen keine Ilsan-Karte. Der ist ja später gekommen, aber die erste Halbzeit war noch ausgeglichen und Eintracht hat Glück gehabt, ist der Glasen da einen Millimeter im Abseits stand, weil wenn er nicht im Abseits steht, diesen Millimeter, dann ist es ein klarer Handelfmeter von Abraham und dann führt Bremen höchstwahrscheinlich 1-0. Dann wird das Spiel auch anders ausgehen. Für den Schubser dann eine zweite gelbe Karte zu geben, wo es im Laufduell ist, also das ist kein Foul, wo man sagt, ja, der tritt da irgendwie rein und macht irgendwie böterlich einen Foul und hat eine zweite gelbe Karte verdient. Ist der Selke dann wie so ein HB-Männchen da rumhüpft und die gelbe Karte fordert, das ist eine ganz andere Geschichte. Also der hätte für Meckern irgendwie rot kriegen müssen. Ja, die ganze Regelung, die im Winter getroffen wurde, ist ja auch schon wieder ad acta gelegt. Jetzt darf sich wieder beschwert werden, alles wieder gut. War doch klar, dass das genauso kommt. Ja, klar. Und ja, zweite Hälfte war die Eintracht dominant und Bremen hat es überhaupt nicht mehr auf die Kette gekriegt. Dann zur 60. Minute ist dann das 1-0 gefallen. 2-0 von Kor wurde dann auch wegen Abseits zurückgepfiffen, was auch sehr knapp war. Und ja, dann wurde irgendwann Ilsanker eingewechselt. Da hat sich mal die halbe Million im Winter gelohnt. Weil der läuft wirklich von der Auswechslung gemütlich in den Strafraum rein. Dost verlängert den Ball 2-0 und dann beim 3-0 ist es einfach auf dem Kopf. Und er macht seine ersten zwei Bundesliga-Tore, die er je in seinem Leben gemacht hat. Bremen auf hohe Bälle spielen, immer eine gute Idee. Ja. Die Statistiken, wenn man sich mal anguckt, also wirklich extrem krass ausgeglichen, ne? Die Laufleistung sehr, sehr nah beieinander, Torschüsse, die gespielten Pässe, angekommenen Pässe, die Fehlpassquote und so weiter. Das ist schon hart ausgeglichen. Eigentlich ein 0-0-Spiel oder ein Unentschieden-Spiel, oder Bolte? Ich hab nichts gesehen. Ah, cool. Ich kann dazu nichts sagen. Ja, nee, absolut. Stimmt dazu. Eigentlich ein Spiel, wenn das so jetzt nur die reinen Daten, ich sag so, alles klar, irgendwie unentschieden oder vielleicht hat einer mal da knapp gewonnen, aber wenn dann liest du halt 3-0, denkst du, okay, scheint vielleicht doch eine klare Nummer gewesen zu sein. Was es de facto nicht war, für mich jedenfalls. Abi? Ich kann dem Puffy nur zustimmen. Also 0-3 ist definitiv zu hoch. Ja, man kann sagen, der Sieg war vor allem wegen der zweiten Halbzeit verdient für Frankfurt, aber 1-0 allerhöchstens noch ein 2-0, aber mehr auch nicht. 30. Spieltag. Wir nähern uns dem Ende. Nice. Freiburg gegen Gladbach. Gotti. Habe ich irgendwas 0-2 oder so getippt, glaube ich, im Tippspiel. Nice. Gotti. Ich sage 1-1. Nice. Fabi. 1-2. Yep. 3-1 für Gladbach. Und der Puffy. 2-0 Gladbach. Ja, Leipzig, Paderborn, Pavi. 4-0. Yep. Ja, es wird wieder so ein Schlachtfeld. 5-1. Pavi. 5-0. Olti. 7-0. Gotti sagt 3-0. Leverkusen, München. Ich glaube 0-2. 1-2 irgendwie. Leverkusen momentan definitiv nicht im Flow. Vor ein paar Spielen hat das so ein bisschen aufgehört. Ich mal eben, was ich getippt habe.
Ist 1-2. Okay, dann bleibe ich ja auch mal beim 1-2. Olli. Ja, Problem ist, dass dass Bosch ein Leverkusen-Trainer ist. Also zumindest in dem Spiel. Das heißt, sie werden ihr Spiel halt durchspielen, was dazu führen wird, dass Bayern 4-1 gewinnen wird. Sie können ihr Spiel gegen Bayern gar nicht so aufziehen wie gewohnt, Fabi, oder? Sollten sie nicht, aber Bosch, das ist zuzutrauen. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass Leverkusen ein Tor schießt, allerdings wird es dann 1-3 ausgehen. Okay. Jep. Ich sag mal, es geht unentschieden aus 2-2. Der Puffy. 1-1. Entschieden. Nice. Schon. Nice. Gegen Mainz, Puffy. 3-1. Jep. Ja, mit 3-1 kann ich leben. Ich glaube, ich habe 2-0. Fabi? 2-0, ja. Ulti. Wie war das? Frankfurt kann die klein nicht. Ich sag, Frankfurt ist heimstark, deshalb gewinnen sie jetzt knapp 2-1. Ja, mit euren heimstark. Düsseldorf-Hoffenheim. Ich glaube, da habe ich 0-0 getippt. Oder sogar einen kleinen Sieg für Düsseldorf, um sie zu retten. 1-0 Düsseldorf, mache ich. Nice. Ja, bin ich bei dir. 1-0 Düsseldorf. Fabi. 1-1. Jepp. 2-2. Der Puffy. 2-0 für Düsseldorf. Sehr schön. Puffy, Dortmund gegen Berlin. 2-1 für Dortmund. Jepp. 4-1. Kein Kunja, kein Plattenhardt. Hertha verliert. Was ist denn mit Kunja? Laut Kicker spielt er nicht. Also Plattenhardt und Kunja fallen aus. Fabi. Ist Haaland wieder fit? Er soll wohl. Dann sage ich 1-2. Herr Kunja hat eine Gehirnerschütterung. Wenn Haaland nicht fit gewesen wäre, hättest du was gesagt? 0-2. Achso, so erzielt Dortmund noch ein Tor, okay. Ja. Wollt ihr? Ich sage 2-1. Die Kunja-Nummer ist interessant. Yep. Hummels nicht dabei beim BVB. Ne? Das ist schon eher Kackapups. Ja. Yep. Dann, Haaland weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich bin aber auch beim 2-1 dann. Wenn Kunja nicht da ist, bin ich tatsächlich beim Sieg für den BVB. 2-1 oder 3-1 dann sogar. Kunja kann wehtun, ne? Ja, tut er. Bremen-Wolfsburg. Ja. 0-1 oder 0-2? 0-2. Wollt ihr? Ich sage 1-3. Fabi? 0-1. Jepp? Wenn Kurt und Rashica von Anfang an spielen, gewinnt Bremen 2-1. Puffy? Sag 0-2. Damit dann auch wahrscheinlich dann das Ende. Jetzt habe ich nicht gemerkt, wie Puffy doch Düsseldorf einen Sieg getippt. Ja. Aber Mainz aber auch Niederlage. Die rutschen dann nochmal richtig runter. Okay. Union gegen Gelsenkirchen, Puffy. 2-0. Schalke schießt kein Tor. Es sei denn, Union macht ein Eigentor. Es sei denn, Gelsenkirchen schießt ein Tor. Nee, und es sei denn, Union macht ein Eigentor. Ich glaube, Schalke kann aus eigener Kraft kein Tor schießen. Yep. Das ist so ein typisches 0-0-Spiel. Also, wenn man ein Spiel haben müsste, in dem Spieltag, was 0-0 ausgeht, ist es das Spiel. Aber ich sage 1-0 für Berlin. Fabi? Auch 1-0. Bolti? 3-3. Wie soll das passieren? Hast du getrunken, Bolti? Weil beide absolut verunsichert sind. Wer soll die Tore schießen beim S04? Oh, es riecht dann noch. Ja, pass auf. Die steht, hier. Burgstaller läuft wieder ran, stolpert zwei rein. Einer wird ihn geschenkt durch einen Elfmeter. Und auf der anderen Seite zweimal Patzer Nübel und einmal nach einer Ecke. Okay. Das klingt nach Tipico-Wette, ne? Das klingt nach einer Wette. Wer will? Wer sagt, Gelsenkirchen macht keine 3? Ja, da bin ich dabei. Also, ich auch. Kirchen keine 3 macht, bin ich dabei. Ja. Ich auch. Oh, die kannst du doppelt absahnen. Deine Chance. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin zufrieden. Oh. Also warst du doch schon über 16. Gut, 3-3. Nee, definitiv. Ich sage... Wurde heute festgestellt. Und bist der Vater, oder? Ich sag 0-0. Für mich die zwei Teams, die am meisten unter dem Zuschauerausschluss leiden. Ja. Und ich kann mir dann 0-0 vorstellen. Beide irgendwie auch nicht wirklich in der Lage sind, Tore zu erzielen. Ja, vorstellen kann ich mir das auch, hab ich ja gesagt. Ja.
Augsburg-Köln, was habe ich denn da getippt? Augsburg-Köln habe ich ein 1-1 getippt. Abschluss. Wolki? 2-2. Fabi? 1-1. Depp? 0-2. Ja, Puffy? 1-2. Köln gewinnt. Ja, 1-2 kann auch können. Kann auch passieren. Kann auch passieren. Ja. Das war der Spieltag. Schön, oder? Mann, wir haben ein bisschen viel gequatscht. Okay, danke. Ja, war doch gut. War gut. Und ich mal bin, so quatschen ist doch gut. Absolut. Endlich mal wieder ein bisschen Fußball, auch wenn ich dann abgeschaltet habe und wieder böse Kommentare bekomme, ist mir vollkommen egal. Der Klo hat das ja, aber warum kriegt man denn einen bösen Kommentar, weil, gut, du hast du jetzt abgeschaltet hast, aber worüber du dich aufregst, ist doch absolut nachvollziehbar. Also für mich, wie gesagt, das war sowas von kein Elfmeter. Also was soll das? Ich konnte in der Situation nicht mehr, weil du hast dann wirklich den direkten Vergleich ein paar Tage vorher gehabt. Ja, klar. Und seit der Corona-Rückrunde, das war einfach für mich too much. Dann habe ich es nur noch im Ticker gesehen und WhatsApp gelesen. Ist halt so. Ja, dass der Klo natürlich hier für seine Arminia aus Bielefeld alles gibt, steht ja außer Frage. Löblich. Aber ja, auch dieses Emotionen gehören noch dazu. Ja, waren auch Emotionen. Abschalten. Erste Liga. Schlagen. Arminia ist dabei. Sind die gut dabei? Ja, die sind gleich und durch. Arminia ist Erster, hat ein Spiel weniger, 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und spielt noch das Nachholspiel gegen Dresden. Perfekt, dann freue ich mich schon nächste Saison auf die Hin- und Rückspiele, auf die 10 Tore, die der BVB Arminia einschenken wird, addiert. Da schalte ich auch nicht ab, Klopapier. In Jana Ehrenwort. So. Genug des Fußballs. Ich bin sehr auf den Transfersommer gespannt. Nächste Bielefeld wird das Paderborn des nächsten Jahres, oder wie? Da muss ich mir erstmal intensiv Gedanken machen. Das muss ich mir erstmal alles in Ruhe. Das sehen wir dann in unserem Free-Check. Genau. Ja. Dann bin ich gespannt auf den Sommertransfer, auf das Sommertransferfenster, weil da gehen ja die Meinungen auseinander. Ich glaube schon, dass es Vereine geben wird, die Situation ausnutzen. Und ich denke, du denkst sogar, einer von denen werden die Bayern sein. Ich denke, einer wird auf jeden Fall FCB sein. Ich habe ja gesagt, ich gebe den Transfer Havertz zu BVB, habe ich eine Chance gegeben. durch die Corona-Kacke bin ich mir jetzt mittlerweile sogar sehr sicher, dass er zu den Bayern gehen wird. Genauso wie Leroy Sané. Und FC Bayern wird dem Geld, was sie Jahre vorher nicht ausgeben konnten, weil sie zu blöd waren oder zu Salihamidzic waren, werden sie jetzt definitiv, ja. Ja, deine These ist ja die, keine Ahnung, die 100 oder 150 Millionen, die sie ausgeben wollen, sind halt mehr wert als letztes Jahr. Definitiv. Jetzt. Ja. Bin ich fest überzeugt. Ich weiß nicht, wie es Leverkusen halt finanziell geht, aber ich glaube schon, dass wenn da jemand sagt, irgendwie, ihr wollt hier, weiß ich nicht, 80, 85 für Harvard, wir geben euch 55, 60, dass die sagen, yo. Aber jetzt mal ehrlich, Havertz für 65 Millionen ist doch zu günstig. Ja, aber... Nee, also jetzt mal ehrlich, also man guckt mal, wo spielt Havertz, welches Alter in dieser... Die Position, die er spielt, gibt's, die auch schon bewiesen haben, weltweit 3 Spieler, die man vergleichen kann. Das ist einmal João Felix, der ja nicht so glücklich ist gerade bei Atletico. Da gibt es Zaniolo von AS Rom und Havertz. Das sind die drei, die man so miteinander vergleichen kann. Und da ist Havertz der für mich der stabilste. Punkt. Und Deutsch. Ja, aber das ist für mich mit Abstand der stabilste, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er reinfällt oder dass es nicht funktioniert, am geringsten ist. Und ja, dann kannst du nicht nur 65 Millionen, dann ist der teurer. Der geht für 65 Millionen nur unter der Bedingung, wenn er von sich aus sagt, er hat keinen Bock mehr und es provoziert ist, er wechseln will. Und kein anderes Angebot gibt, was er annehmen wird. Also wenn er sagt, ich gehe nur zu den Bayern und einigt euch und sonst mache ich hier irgendwie gar nichts mehr. Weil dann bist du im Zugzwang und musst sagen, okay, entweder verkaufe ich ihn oder verkaufe ich ihn nicht. Ich sage euch, wenn du 65 hinblätterst in der heutigen Zeit, Bayern, ne? Bayern, klar, man denkt immer, jo, Konzern dahinter, aber die pumpen nicht so viel in die Fußballgeschichte rein. Da ist Geld, was da reinfließt, gar keine Frage, aber es ist nicht RB, es ist nicht... Nee, ich bin da relativ... Also ich finde es halt zu günstig. Also für 65 Millionen ist Havertz für mich Fabi, auch Fabi, unter Betrachtung der Corona-Krise zu günstig. Entschuldigung, also unter... Nee.
Unter 90 würde ich ihn nicht gehen lassen. Ja, Entschuldigung. Du nicht. Du bist FM-Manager. Ja, aber. Ich sage, er wird aber für es, die Summe gehen. Es, wie gesagt, auf der Position, die er spielt, die Art und Weise, wie er spielt und vor allem, wie er schon bewiesen hat, und er ist ja nicht nur eine Saison, es sind ja mittlerweile fast drei Saisons, wo er richtig gut ist. Er ist der von den dreien, die ich genannt habe, der am stabilsten ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bast ist, am geringsten ist. Und dann willst du den für so einen Anführungszeichen Spottpreis gehen lassen? Nee. Das kann ich nicht machen. Er hat in der letzten Saison Rückrunde, glaube ich, auch sehr schwankend agiert. Ja, und auch diese Saison, also, ja, aber ich sehe das wie du, weil ich auch einen Joao Felix nehmen würde. Ja, aber Joao Felix, sind wir so, er kam aus der portugiesischen Liga, war ja mega gehypt, der ist auch gut, das sieht man, aber natürlich ist sich in der portugiesischen Liga beweisen immer noch ein kleiner Unterschied, als wenn du in der Bundesliga spielst. Wie gesagt, Havertz spielt halt, ne, gibt halt die Top 4 Ligen und da ist Havertz drin, da gehört die portugiesische nicht zu. Und der hat sich, ich finde, der hat es einfach bewiesen und der beweist es jetzt ja wieder. Und der beweist vor allem noch, was Joao Felix und auch Saniolo noch nie bewiesen haben. Der Typ ist ein Führungsspieler. Der ist ein Führungsspieler bei Leverkusen. Klar hat er ab und zu was Normales mit 20, 19 Jahren auch mal seine Krisen, aber der Typ geht voran. Meine Aussage steht. Und machen die anderen beiden noch nicht oder müssen es noch nicht machen in ihrem Verein. Und der macht es. Also ich finde ehrlich, 65 Millionen ist viel zu günstig für ihn. Ja, aber meine Aussage bleibt bestehen. Genauso. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also du sagst, kann keiner zahlen, der bleibt bei Leverkusen? Nee, dass er bleibt, also ich würde mir ich glaube, für ihn wäre es besser, wenn er vielleicht noch ein Jahr bleiben würde und dann aber den richtig großen Schritt, heißt raus aus der Bundesliga und dann zu einem der Giganten. Und da gibt es halt nur 3, 4. Aber wie das 65 ist für mich einfach zu günstig. Bei 65 muss ich einfach sagen, das ist ja, also wenn der wirklich für 65 auf dem Markt ist, dann muss jeder Verein, der Ambitionen hat und ein bisschen Geld hat europaweit, der muss da ranspringen, weil das ist zu günstig für mich. Ich bin gespannt. Ich denke, das wird so passieren. Und ich denke, es wird dann der FC Bayern sein am Ende. Für die Bundesliga wäre es nicht gut. Was ist schon für die Bundesliga gut? Ja, aber ist also. Für die Bundesliga wäre erstmal. Sané, die du ja prognostizierst, das wäre natürlich nicht wirklich gut für die Bundesliga. Nein, aber mein Gott. Trotzdem werden die Entscheidungen in den nächsten Saisons auch nicht gegen den FC Bayern gefällt werden. Also, gut, was ist schon gut für die Bundesliga? Man muss natürlich sagen, bei allen Kritik, die wir an den Bayern äußern, aber sie sind jetzt momentan in der Liga nicht Tabellenführer, nur weil sie nur günstige Entscheidungen haben. Die haben auch die spielen eine relativ starke Saison, die wir ihnen allen ja so nicht zugetraut haben. Ja, die Rückrunde ist schon bärenstark, klar. Das muss man auch mal sagen. Ich sage ja nicht. Ich meine, hier, um nochmal jegliche Objektiv vor mir zu schütteln. Hinrunde Gelsenkirchen gegen Bayern. Wie viele Elfmeter hätte es denn eigentlich für Gelsenkirchen geben müssen? 3, ne? 2 habe ich jetzt noch auf dem Schirm. Ja, wo Perisic einmal in der Mauer, glaube ich, den Arm ausfährt, ganz klarer Elfer, gab es auch alles nicht. Also, von wegen nur pro Dortmund. Nein. Ist ja auch egal, komm. Ich rede mich jetzt gar nicht mehr auf. Nächste Spieltag wird alles besser. Ja, die Schiedsrichter werden kompetent über dem Rasen stolzieren. Entscheidungen werden super getroffen werden und so weiter und so fort. Alles wird toll. Bielefeld steigt auf. Was gibt's denn Schöneres? Mir fällt nichts ein. Ein Nichtaufstieg des Hamburger Ja, Sportbahn. Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich wäre es geil, Relegation Bremen gegen Hamburg. Boah. Aber leider ohne Fans, das ist traurig. Ja, das ist doof. Ist egal, dann kann wenigstens kein Papiergürtchen auf dem Feld. Ja. So. Hat ja Mann, was war das, UEFA Cup Halbfinale oder Viertelfinale entschieden, ne? Irgendwann war es Halbfinale damals? Ich glaube, es war Halbfinale im UEFA Cup. Genau, und Bremen war dann im Finale gegen Donetz, ne? Ja, und haben verloren. Genau, ja. Papierkügelchen sind Killer. Absolut. So, also, es wartet viel. Die letzten Spieltage warten auf uns. Ein bisschen DFB-Pokal ist, glaube ich, auch irgendwann mal nochmal. Ich habe gar nicht auf dem Schirm. Nächste Woche, oder? Bitte, was ist? DFB-Pokal. Ah, okay. Was ist das? Ja, was ist das? Da hat dich der BVB schon einfach. Das Ding, was der Brücken gewinnt. Ja. Oh, ist mutig. Ja, auch da ist eine Wette. Möglich. Ja. Und dann geht's mit Transfermarkt weiter. Ein bisschen Euroleague und Champions League werden ja, glaube ich, auch irgendwie zusammengepresst nachgeholt. Die wollen irgendwie in so einem, wie gesagt, Wochen- oder Zwei-Wochen-Turnier das irgendwie machen, ne? Im August soll Champions League sein, ja. Ja. So und dann gibt's Transfer-Sommer und dann gibt's auch schon den Pre-Check und dann gibt's die wunderbare neue Saison, wo alles anders wird. Ne? Wo neue Regeln. Wenn Gelsenkirchen endlich absteigt. Vor allem muss es keine Winterpause geben. Gelsenkirchen kann nächste Saison 15. werden. Ich möchte sie leiden sehen. So, in dem Sinne, bis nächste Woche, glaube ich, ne? Ja. Ja. Dann wahrscheinlich früher. Macht's gut. Tschüss, Sikorski. Tschüss. Und tschüss. Ciao, Kakao.